Hi, ich bin Friederike und heiße dich herzlich willkommen bei einem neuen BookTube-Video. Heute schauen wir uns endlich den zweiten Teil meines Lesemonats an, heißt also die anderen 15 Bücher. Denn ich habe insgesamt tatsächlich 30 Bücher beenden können und ich habe das ja, nachdem ich das erste Video aufgenommen habe, mal ausgewertet und ich war überrascht, um ehrlich zu sein, dass ich tatsächlich 25 Bücher gelesen habe und nur 5 gehört. Dementsprechend ist dieser Lesemonat der stärkste Lesemonat tatsächlich seit langem. Also ich glaube wirklich seit über 2 Jahren ist das der stärkste Lesemonat, weil ich sonst doch häufig so 10, 12, vielleicht auch mal 15, aber das ist schon länger her, Hörbücher dabei habe. Also von daher muss ich sagen, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe 9.700 Seiten, irgendwie ein bisschen mehr, habe ich auf jeden Fall gelesen. Schade, dass es nicht die 10.000 waren, aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Und ich habe dir alles Weitere, werde ich dir auch hier wieder unten einblenden. Dann kannst du es dir nochmal genau anschauen. Und tatsächlich ist die durchschnittliche Sternebewertung 3,92. Das ist nicht schlecht, knapp an den 4 vorbeigeschrammt. Das wäre natürlich perfekt gewesen, aber so bin ich natürlich auch auf jeden Fall zufrieden. Und nachdem mir aufgefallen ist, dass ich zum Beispiel im letzten Video meine beiden schlechtesten Bücher mit dabei hatte, haben wir in diesem Video meine beiden besten Bücher mit dabei. Ich blende dir gleich noch einmal ein, welche Bücher im ersten Teil zu sehen waren. Dann kannst du da vorbeischauen, wenn du Interesse daran hast. Unter anderem war zum Beispiel Sorry von Bianca Iosivoni dabei oder aber auch Kingdom of the Wicked oder Der Ozean unserer Erinnerung. Also da waren coole Bücher dabei. Schau da super gerne vorbei, falls du das Video noch nicht gesehen hast. Und ansonsten lass mir gerne ein Abo, Like und Kommentar da. Denn wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du keine Videos mehr. Zum Beispiel kommt dann ja diese Woche morgen die Rache des Sub raus und am Donnerstag meine Neuzugänge. Ja, ich kann mich diesmal leider nicht freuen, dass ich es geschafft habe, aber dazu mehr dann am Donnerstag. Das vorab, jetzt blende ich es dir kurz ein. Wir starten jetzt auf jeden Fall mit einem Buch, was von mir 5 Sterne bekommen hat. Das kommt selten vor, aber es kommt vor. Ich habe das Buch als E-Book von der Autorin zur Verfügung gestellt bekommen, aber das hat keinen Einfluss auf meine Rezension. So wie immer, ich würde auch sagen, wenn ich Scheiße finde. Und zwar handelt es sich um Remember When Trust Was Found von Anne Goldberg. Das ist der dritte Band von ihrer Reihe. Man kann die Bücher an sich unabhängig voneinander lesen, aber es gibt gerade in Band 3 Verweise zu den anderen Büchern. Aber ich würde nicht sagen, dass man dadurch irgendwie gespoilert wird oder sich denkt, hä, okay, mir fehlen Informationen, sondern es ist eher eine schöne Verbindung, die recht locker ist, weil es gibt halt nicht so in dem Sinne irgendwie krasse Verbindungen, sondern halt mehr so Verbindungen. Ich weiß gerade nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. In diesem Buch geht es auf jeden Fall um Flora und Logan. Die beiden haben mal zusammengearbeitet und irgendwann ist aus dieser Zusammenarbeit auch ein bisschen mehr entstanden. Die beiden hatten eine heiße Affäre, die allerdings mit einer blutigen Nase geendet hat. Und dann haben sie längere Zeit sich nicht mehr gesehen und keinen Kontakt mehr gehabt, bis die beiden für ein wichtiges PR-Projekt wieder zueinander finden müssen, zumindest auf arbeitstechnischer Ebene. Und das funktioniert auch super. Also die beiden verstehen sich auf Arbeitsebene wieder on fleek, alles läuft perfekt. Doch dann ist es so, dass auf der privaten Ebene bei Flora es so ist, dass sie sehr, sehr hohe und starke Mauern aufgebaut hat. Und sie entfernt sich immer mehr von sich selber. Und Logan merkt das, aber er weiß nicht genau, ob er ihr helfen kann, beziehungsweise ob er dazu in der Lage ist und sein möchte, die Mauern einzureißen. So viel vorab. Und ich kann dir sagen, selbst vom Klappentext hast du keine Vorstellung, was in diesem Buch passiert. Denn es ist so, dass ein sehr, sehr wichtiges Thema angesprochen wird, was ich auch schon in ein paar Büchern hatte, aber ich muss sagen, im Gegensatz zu den anderen Büchern, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, weil dann würde ich dich gegebenenfalls auch spoilern, war es halt so, dass es mir entweder zu oberflächlich behandelt wurde oder aber, dass für mich irgendwann der Fokus komplett abgelenkt wurde. Und das finde ich schade bei solchen wichtigen Themen. Und hier war es aber so, dass die Herangehensweise etwas anders war, denn man hat viel mitbekommen, konnte gut in das Ganze reinfühlen tatsächlich, auch wenn das hoffentlich für die meisten von uns jetzt zum Beispiel ein Thema ist, was uns nicht betrifft, aber es gibt es leider sehr häufig. Und ich fand es sehr nachvollziehbar. Also es war so gut dargestellt, dass ich einfach diese Verzweiflung gespürt habe an manchen Stellen und mir dann auf einmal so richtig random Tränen in die Augen gekommen sind. Also das war jetzt keine Szene, mit der ich damit gerechnet habe, aber es war halt so. Ich war so, oh. Und dann kamen die Tränen. Naja, auf jeden Fall war es so, dass man die beiden eben kennenlernt. Es fängt mit den Worten ein, nur um eins im Vorhinein klarzustellen, dies ist kein Liebesroman, keine Liebesgeschichte. Und das ist tatsächlich auch das, was bis zum Ende
eingehalten wird. Also, du darfst jetzt nicht hier die krasseste Love Story der Welt erwarten, einfach weil es das nicht ist. Und das wird, wie gesagt, auch direkt gesagt. Es steht sogar im Klappentext oben drüber. Heißt also, man sollte nicht mit der Erwartung rangehen. Und was ich eben auch super gerne mag, ist, dass man am Ende nicht alles vorgekaut bekommt. Man hat am Ende nicht das perfekte Happy End, sondern man hat am Ende ein Ende, was dazu anregt, dass man selber überlegt, wie könnte es weitergehen. Und ich finde das ganz cool, weil ich mag es nicht, wenn das so halt immer so dieses ist mit, jetzt sind sie zusammengekommen, jetzt kriegen sie ein Kind, jetzt heiraten sie und so weiter und so fort. Weil ich denke nicht, dass alles immer so enden wird zwangsläufig. Und es hätte auch absolut nicht zur Geschichte gepasst. Von daher ist es genau richtig so, wie es war. Und ich finde, die Charaktere sind einfach auch mal anders gewesen. Denn häufig hat man ja doch immer dasselbe Schema. Also man hat immer denselben Typ Mann, denselben Typ Frau oder Abwandlungen davon. Heißt also, die Frauen sind immer so, die Männer sind immer so. Und ich finde das irgendwie sehr langweilig, zumal das eben auch nicht so richtig Variabilität widerspiegelt. Und hier ist es so, dass wir halt Protagonisten haben, die anders sind, gleichzeitig aber sehr realitätsnah und sie sind nicht anders speziell. Also sie sind nicht so, dass man sagt, ah ja, das ist aber jetzt ein spezieller Typ Mensch. Das nicht, sondern sie sind einfach nur anders als andere Romancharaktere. So würde ich es einfach sagen und gleichzeitig, wie gesagt, sehr realitätsnah. Es war cool, also man hat sehr viel in diesem Arbeitskontext, das finde ich sehr cool, weil ich mag das sehr gerne, wenn man so ein übergeordnetes Thema hat und das eben dann auch durchaus präsent ist und nicht irgendwann so der Fokus so rübergeht zur Liebesgeschichte oder so. Also das fand ich wirklich cool. Und wie gesagt, die Darstellung von diesem wichtigen Thema ist schon sehr eindrücklich, finde ich zumindest. Denn man sieht richtig, dass man eben unsere Protagonistin hat und man denkt so, ja, ja, sie ist so und so, das wird nicht passieren. Und dann passiert es. Und man denkt sich so, gut, es kann passieren. Es kann jedem passieren. Also man hat da wirklich so diese Darstellung davon, dass man denkt, ja, solchen Leuten passiert es nicht und dann passiert es trotzdem. Das klingt jetzt alles sehr kryptisch, es tut mir leid, aber ich glaube, sonst würde ich dir ein bisschen was vorwegnehmen. Und was das eben auch wieder verdeutlicht ist, dass man denkt, okay, es ist normales Romance-Buch. Bei allen drei Büchern denkt man das, finde ich, wenn man rein so die Optik sieht und die Titel hört und so weiter und so fort. Aber das Ding ist, man weiß einfach nie, was einen erwartet. Man weiß es nicht. Denn ich finde, sie ist, also Anne ist eine sehr unberechenbare Autorin. Das heißt jetzt nicht, dass sie auf einmal mitten einen Genre-Switch macht oder so, dass man jetzt denkt so, Halleluja, wo bin ich jetzt gelandet? Sondern, dass man einfach, wie gesagt, rein auch vom Klappentext her überhaupt nicht erahnen kann, was einem in dem Buch erwartet. Das Einzige, was man weiß, ist, dass man eine Geschichte bekommt, die gut durchdacht ist und bei der vor allen Dingen man durchaus wahrnehmen kann, wie das Herzblut reingeflossen ist in die Charaktere und in die Geschichte selber. Das ist ein bisschen schwer zu erklären und das Ding ist auch, dass ihre Bücher Slowburn sind. Wenn du mich kennst, ich mag Slowburn nicht. Ich finde Slowburn schrecklich, einfach weil häufig nichts passiert. Und hier ist es aber so, dass es, wie gesagt, Slowburn-Geschichten sind, alle drei. Aber dieses Slowburn dafür sorgt, dass die Themen, die in den Büchern vorkommen, sich entfalten können. Also, dass sie genug Raum haben und dass trotz dessen irgendwie doch die Geschichte vorangetrieben wird. Selbst wenn es langsam ist, aber sie wird es. Und das, finde ich, ist tatsächlich der feine Unterschied bei Slowburn. Und was ich auch sehr gerne mag, ist, dass ich finde, dass die Autorin einen sehr speziellen Schreibstil hat. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie besonders poetisch, besonders irgendwie in eine andere Richtung, sondern einfach nur, dass sie so Feinheiten drauf hat, die auch nicht jeder kann, beziehungsweise nicht jeder umsetzt. Vielleicht können manche Autoren das, aber machen es einfach nicht. Zum Beispiel ist es halt so, dass nicht immer das Ganze beim Namen genannt wird, sondern eben gewisse Stichwörter, Umschreibungen und so weiter und so fort verwendet werden anstelle dessen, dass man es immer beim Namen nennt. Und das finde ich sehr cool, weil ich weiß nicht, ich finde, das ist so, das machen halt viele nicht, sondern du kriegst immer alles vorgekaut. Du kriegst immer alle Wörter vorgekaut, du kriegst alle Szenarien vorgekaut und musst deine Fantasie selber überhaupt nicht mehr richtig benutzen. Kommt natürlich auf Genre drauf an, aber gehen wir jetzt mal von Romance aus. Und das finde ich ein bisschen schade und dementsprechend finde ich es erfrischend, wenn es anders ist. Also von daher, wenn du die Reihe noch nicht kennst, schau sie dir auf jeden Fall an. Ich kann sie dir nur empfehlen. Ich habe ja 5, 4,5 und 5 Sterne gegeben und alle drei Bücher sind einfach doch recht besonders. Also das sind auch Geschichten, die einem im Gedächtnis bleiben und nicht wieder so, ah ja, das ist eine Geschichte von vielen. Und ich mag's. Ich mag's einfach. Und ich bin richtig froh, wenn ich solche Geschichten kennenlerne. Denn das Ding ist, dass ich ja doch häufig mir so denke, oh, ich gebe nie 5 Sterne. Liegt es an mir? Liegt es daran, dass ich doch wirklich zu kritisch bin und die ganze Zeit immer das Haar in der Suppe versuche zu finden? Aber dann gibt es solche Bücher und ich bin so, Gott sei Dank, es gibt noch Autoren, die zu mir passen. Also es ist ja immer was Subjektives. Die zu mir passen und die einfach Geschichten schreiben, die mir zusagen und bei denen ich grundsätzlich nichts zu bemängeln habe.
So viel dazu. Wie gesagt, schau es dir näher an, falls du es noch nicht gemacht hast. Dann machen wir weiter mit einem Rezensionsexemplar, würde ich sagen. Und zwar machen wir weiter mit Hollywood Ending. Wie gesagt, ein Rezensionsexemplar. Dieses Buch handelt von Nina und Sebastian. Die lernen sich zufällig am College kennen und haben eine gemeinsame Leidenschaft. Und zwar eine Serie mit dem Namen Castle of Rust and Bone. Also irgendein Fantasy-Ding, würde ich sagen. Und die lernen sich darüber kennen und entwickeln eine sehr tiefe Freundschaft. Irgendwann ist es dann aber soweit, dass das Staffelfinale ansteht. Und als dieses Staffelfinale ausgestrahlt wird, endet die Freundschaft der beiden. 5 Jahre später treffen sie sich zufällig wieder, denn es ist so, dass ein Revival der Show geplant ist und er als Regieassistent, glaube ich, tätig ist und sie macht auch irgendwas mit PR oder so, glaube ich, und muss da irgendeinen Instagram-Kanal pflegen. Und so treffen die beiden wieder aufeinander. Sie müssen jetzt gucken, ob sie ihre Freundschaft wieder aufleben können, was dahinter steckt und was dazu geführt hat, dass damals der Bruch zwischen ihnen zustande kam, denn ich sag's mal so, keiner weiß es so genau. Also, ich habe mit diesem Buch begonnen und ich habe festgestellt, dass die Autorin, weil ich habe schon ein anderes Buch gelesen, eine bestimmte Art und Weise hat, wie sie Geschichten erzählt, und zwar etwas verwirrend. Das klingt jetzt vielleicht komisch und das heißt auch nicht, dass das Buch schlecht ist oder so, weil ich finde trotzdem, dass es solide 4 Sterne bekommt. Aber man, also es gibt so Bücher, da hat man einen sehr klaren roten Faden und man weiß die ganze Zeit, worauf es hinausläuft. Und hier war allein die Erzählweise für mich manchmal ein bisschen anstrengend, weil es irgendwie so nicht so eindeutig war, wo der rote Faden hingeht. Ich weiß nicht, ob du es verstehen kannst, vielleicht, wenn du von der Autorin was gelesen hast. Aber es war halt wirklich so, dass ich dachte, es wäre geradliniger. Ich kann es gar nicht anders nennen, aber ich dachte wirklich, es wäre geradliniger. Und das war es irgendwie nicht. Und das war gewöhnungsbedürftig, aber am Ende des Tages nicht so schlimm. Man muss sich nur darauf erstmal einlassen. Denn man lernt halt die beiden kennen, jetzt in der Gegenwart, und bekommt dann so ein bisschen was mit aus der Vergangenheit, aber eher so, dass die sich mal erinnern und erinnern und erinnern. Und man merkt dann eben oder bekommt mit, dass Nina eine sehr flatterhafte Person ist in Bezug auf Beziehungen. Heißt, sie lässt sich nicht lange auf Beziehungen ein, sondern immer eher so von einer Blume zur nächsten und zur nächsten und zur nächsten. Und Sebastian ist halt komplett verknallt in sie, schon immer gewesen und so weiter und so fort und ist da ein bisschen anders. Man kriegt dann auch, würde ich sagen, relativ schnell mit, was damals passiert ist, aus beiden Sichten eben, und dass da eben Missverständnisse vorhanden sind. Ich meine, das ist ja irgendwo klar gewesen, finde ich, rein vom Klappentext her, und dementsprechend auch kein Problem. Und die Geschichte geht dann los. Und ich fand es sehr cool, dass die beiden sich zunächst einmal wieder als Freunde angenähert haben. Das fand ich gut, denn ich mag das nicht so gerne, wenn dann auf einmal so alles vergeben und vergessen und let's go. Und das Ding ist, dass Nina am Anfang einen Freund hat. Ich bin da ja nicht so für, und es gab im Buch, das kann ich ja schon mal sagen, auch keinen Betrug. Aber es war irgendwie ein bisschen komisch. Also ich habe das ja schon häufiger gesagt, ich finde es immer merkwürdig, wenn so Freunde, Freundinnen vorhanden sind und die dann so einfach aus dem Weg geschafft werden. Weil ich mir dann denke, okay, aber naja. In dem Fall hat es aber tatsächlich ja sogar gepasst, weil sie ja eben so eine flatterhafte Person ist. Und sie hatte dann eine Beziehung, bei der man auch schnell merkt, das ist jetzt nicht so das Ernsthafteste von allen, sondern es ist halt eher so ein Ding so, also kennst du diese Leute, die einfach jemanden brauchen. Die brauchen einen Partner. Nicht unbedingt, weil sie sagen, ich bin jetzt verliebt, sondern weil sie sagen, ich brauche einen Partner. Und so eine Person, würde ich sagen, ist Nina. Und dementsprechend hat sie sich halt auch verhalten und somit war auch ihre Beziehung auf dieser Ebene. Und dann ist es aber so, dass die beiden zusammenziehen, also Sebastian und Nina ziehen zusammen, und dadurch entstehen auf jeden Fall komische Begegnungen. Weiß ich nicht, fand ich irgendwie teilweise schon wieder ein bisschen wild. Ich finde mal, dieses Zusammenziehen-Thema ist so, naja, aber gut, also ein bisschen einfach meistens gemacht. Und dann war es so, dass es wirklich sehr, sehr lange gedauert hat, bis da irgendwas passiert ist. Und man muss auch dazu sagen, dass ich persönlich nicht ganz nachvollziehen konnte, was die beiden aneinander finden. Denn es wurde irgendwie immer so argumentiert, ja, die beiden haben eine Verbindung. Die beiden haben eine Verbindung, die kein Zweiter hat, beziehungsweise sie mit keinem Zweiten. Und das ist ja schön und gut, aber so richtig gezeigt worden ist es mir jetzt nicht, denn ich finde, die beiden hatten eher eine Freundschaft und nichts mehr sozusagen. Aber natürlich habe ich auch nicht so viel mitbekommen von den Jahren zuvor, wo sie am College befreundet waren. Also von daher ist es in Ordnung, aber was ich auch nicht so gerne mag und was hier vorkam, ist, wenn andere Leute immer sagen zu einem, und ich meine, die beiden sind erwachsen, und dann sagen die so, ah, ihr seid doch füreinander bestimmt, ihr müsst zusammen sein. Und ich finde das immer sehr schwierig, denn selbst wenn ich das so wahrnehme von außen, weiß ich ja nicht, was zwischen den beiden Personen stattfindet. Und nur weil zwei Leute eine super tolle Freundschaft haben, heißt das noch lange nicht, dass sie auch als Paar funktionieren. Aber genau diese Vorbehalte haben die beiden eben auch. Vor allen Dingen eben Nina, Sebastian gegenüber. Und dann geht das Buch halt weiter. Man hat sehr coole Einblicke in dieses
Seriensetting und Hollywood und so. Also das finde ich wirklich gut gelungen. Das hat mir gut gefallen, weil man davon wirklich dann einiges mitbekommen hat. Auch so ein bisschen die Schattenseiten und Spontanität und so weiter und so fort. Das muss ich wirklich sagen, mochte ich gerne. Und es, wie gesagt, es hat lange gedauert, bis dann mal was passiert ist. Und das war mir schon fast ein bisschen zu krass dann, als was passiert ist. Also da war ich schon so, okay, übertreibt halt nicht. Also die beiden haben eine sehr komische Beziehung zueinander, fand ich zumindestens. Und sie sind aber auch Charaktere, und das ist jetzt was sehr Subjektives, die mir persönlich nicht zusagen. Also ich wüsste, wenn ich die kennenlernen würde, das wären nicht meine Freunde, einfach weil diese Art, wie die beiden drauf sind, nichts ist, was ich gut finde, was ich mag, sondern ich denke halt so, Also das ist, wie gesagt, etwas sehr Subjektives, aber von den beiden zu lesen, ist ja eine andere Geschichte. Und als die beiden dann, wie gesagt, sich näher gekommen sind, war es dann irgendwie sehr schnell, sehr intensiv. Gleichzeitig gab es dann irgendwann natürlich auch wieder Drama. Dieses Drama fand ich irgendwo verständlich, nur wieder auch, ich denke mir halt immer so, okay, wenn es Freunde sind, warum können die nicht vernünftig miteinander kommunizieren? So, also weiß ich nicht, selbst wenn es so ein bisschen komplizierter wird, verstehe ich nicht, aber gut. Und am Ende des Tages fand ich die Lösung, Auflösung, wie auch immer, auch ganz gut. Also ich muss sagen, dieses Buch war halt so ein bisschen so ein Auf und Ab, weil an sich hat es mich gut unterhalten, wirklich, aber dieses Durcheinander war teilweise furchtbar anstrengend, weil dann sind wir gesprungen, 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 gesprungen. Oh, wir haben ja noch eine Liebesgeschichte, die wir jetzt erzählen müssen. Let's go. Und das war mir ein bisschen zu viel, aber das ist halt, wie gesagt, subjektive Wahrnehmung. Und letztendlich waren hier wirklich einige Faktoren, die ich ein bisschen komisch fand, weil zum Beispiel auch Sebastian hat so eine, ja, so eine bestimmte Art an sich, das wird auch thematisiert, die ich ganz schwierig finde, also mit der ich nichts anfangen kann. Und aber sie natürlich auch. Also die beiden haben halt natürlich ihr Päckchen zu tragen. Jetzt nichts krass Dramatisches, das finde ich wiederum gut. Aber dennoch hat es die Geschichte beeinflusst in gewisser Art und Weise und hat mir manchmal nicht so zugesagt. Naja, egal. Dementsprechend würde ich sagen, es ist eine süße Geschichte für zwischendurch, aber vielleicht nicht so, dass man sie zu 100% genießen kann. Zumindest wenn es einem so geht wie mir. Also es kann dir auch ganz anders gehen. Von daher würde ich das nicht ausschließen. Das zu dem Buch und jetzt kommen wir direkt zu einem zweiten Rezensionsexemplar. Und dabei handelt es sich um die verborgene Geschichte des Tom Lin. Und in dieser Geschichte geht es darum, dass Polly Whittaker feststellt, dass sie zwei Erinnerungen hat. Eine ist eher trist, die andere ist eher aufregend. Und dann sieht sie ein Gemälde und stellt fest, dass Tom Lin ihre Hilfe braucht. In dieser positiven Erfahrung hat sie eben viel mit ihm zu tun, tauscht sich über Bücher aus und ist einfach freudiger. Und sie macht sich nun auf die Suche. Ich muss ehrlich zugeben, ich finde, der Klappentext, der auf dem Buch draufsteht, stimmt nicht mit dem überein, was ich gelesen habe, zumindest. Und auch hier wieder, es ist Wahrnehmung, aber bei mir war es so, dass ich ein bisschen verwirrt war von der Geschichte. Denn es fängt schon, also man wird so direkt reingeschmissen in die Geschichte und es kann, und das will ich gar nicht ausschließen, es kann daran liegen, dass ich die Autorin bisher nicht kannte. Es kann sein, dass wenn man andere Bücher von ihr gelesen hat, dass es einem nicht so ging, weil man eben wusste, worauf man sich einlässt. Ich wusste es nicht vom Klappentext, denn ich dachte, es wäre anders, also wirklich ganz anders. Es ist so, dass ich davon ausgegangen bin, dass die Protagonistin etwas älter ist und wir dann eine Liebesgeschichte haben, in gewisser Art und Weise, mit eben so Fantasy-Aspekten oder mit so Mystery-Aspekten, irgendwas in die Richtung. Aber das war es in meinen Augen nicht, denn wir lernen Polly kennen, als sie, ich glaube, 10 oder unter 10 ist. Heißt, sie ist noch super jung. Sie ist auf einer Beerdigung, glaube ich, und lernt dann eben Tom Lin kennen. Tom Lin ist, soweit ich das verstanden habe, erwachsen und sagt so, hey, ja, ich merke schon, du langweilst dich, bla 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 bla, und redet so mit ihr. Daraus entsteht dann irgendwie eine Brieffreundschaft, würde ich sagen. Er ist Cellist und reist dann eben mit seinem Quartett rund um den Globus, glaube ich. Und die hatten eben Briefkontakt. Er gibt ihr auch Buchtipps und so weiter und so fort. Sie tauschen sich dann darüber aus. Das war ganz süß, wobei man sich halt fragen kann, ein Kind oder ein erwachsener Mann. Aber gut, diesen Beigeschmack gab es an sich nicht, aber ne, generell kann man sich da die Fragen stellen. Und dann vergehen einige Jahre. Also man begleitet Polly tatsächlich in, würde ich sagen, über 300 Seiten des Buchs, wie sie von diesen unter 10 Jahren bis zu 14 Jahre alt wird. Und man merkt halt, dass zum Beispiel ihre Eltern super kacke sind. Also ihre Eltern sind einfach trashed, kann man nicht anders sagen, und behandeln sie ziemlich scheiße. Und wollen auch nicht so richtig Eltern sein, würde ich sagen, sodass ihr einzige halt ihre Oma ist. Die kümmert sich auch gut um sie, da ist alles süß, super toll. Und wie gesagt, sie hat halt diese Tom-Lynn-Begegnung. Und gleichzeitig ist es so, dass eben auch andere Leute auf den Plan treten. Und als ich das Buch gelesen habe, habe ich teilweise überhaupt nicht verstanden, was jetzt da genau abgeht. Also keine Ahnung, woran es liegt. Und natürlich viele Namen, da bin ich ja direkt immer ein bisschen überfragt, aber gut. Und ich war, wie gesagt, überwiegend von der Geschichte irritiert. Und dann ist es so, dass wir, wie gesagt, Polly begleiten, wie sie immer älter wird und dann, wie gesagt, bis zu 14 Jahre alt.
Und wie sie halt damit ihren Eltern irgendwie klarkommt, hin und her geschoben wird und so. Und am Ende haben wir dann einen Zeitsprung, die ist auf einmal 18. Und dann ist es so, dass ab diesem Zeitpunkt erst dieses Sisi, Tom Lynn ist in Gefahr, sie muss ihn retten, überhaupt stattfindet. Und das sind die letzten, lass mich lügen, 80 Seiten oder so. Also ich dachte, das würde viel früher eine Rolle spielen, tut es aber nicht, denn bis dahin dümpelt die Geschichte so ein bisschen vor sich hin. Sie ist süß, aber es passiert halt einfach nicht wirklich viel. Und vor allen Dingen nicht das, was ich vom Klappentext erwartet hätte. Und dann ist es auf jeden Fall so, dass sie sich fragen muss, weil sie fragt dann ihre Mutter so, hey, Tom Lynn, sie fragt andere, Tom Lynn, und alle sagen so, ey, Quatsch, den gibt's nicht, keine Ahnung, wer das sein soll. Und sagen so, sie hat sich das eingebildet. Und sie trifft dann aber irgendwann auf ihn und ja, dann hat das Ganze mehr oder weniger ein Happy End, ich weiß es nicht. Ich muss alles in allem sagen, die Geschichte ist an sich ganz süß, aber ich glaube, bei mir ist das größte Problem, warum ich jetzt nicht so viel Gutes sagen kann, auch wenn das Buch an sich gut ist, gar keine Frage, liegt einfach daran, dass ich dachte, die Geschichte wäre ganz anders. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn der Klappentext in eine gewisse Richtung geht und man sich dann gewisse Dinge vorstellt und es dann ganz anders ist, dann ist man so, hä? Und hat irgendwie dieses hä die ganze Zeit auf die Stirn geschrieben. Zumindest geht es mir manchmal so. Und ich finde das immer super schade, aber irgendwie finde ich, spiegelt der Klappentext nicht so ganz wider, worum es geht. Beziehungsweise, wie gesagt, wenn man die Autorin nicht kennt. Wenn du die Autorin kennst und andere Bücher gelesen hast, schreib mir mal, ob du sagen würdest, dass es alles so in eine ähnliche Richtung geht. Weil ich finde, der Klappentext suggeriert für mich etwas anderes, wenn ich die Autorin nicht kenne. Trotz dessen an sich eine süße Geschichte, eine schöne Geschichte irgendwo auch. Und besonders, definitiv. Und ich werde auf jeden Fall noch die anderen Bücher, die zu dieser Reihe gehören, das ist ja keine zusammenhängende Reihe, die werde ich mir auf jeden Fall noch näher anschauen. Einfach weil ich wissen möchte, was damit jetzt ist, beziehungsweise ob es alles in eine ähnliche Richtung geht. Aber ja, ich bin gespannt. Also ich muss mir da einfach noch ein weiteres Bild machen. Ich muss mir einfach ein weiteres Bild machen, weil ich war eher verwirrt überwiegend und dachte mir nur so, hä, was passiert hier jetzt? Ich check irgendwie gar nichts. Und ich bin gespannt, ob es eben am Klappentext lag, also dass der einfach nicht optimal das widerspiegelt, was in dem Buch stattfindet, oder ob es daran liegt, dass ich die Autorin nicht kenne. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Aber du kannst dir auf jeden Fall näher anschauen, wenn du die Autorin kennst, magst, wie auch immer, wenn du Lust auf die Geschichte hast und eben darauf, dass die Protagonistin jünger ist und man keine Liebesgeschichte oder sonst irgendwas hat und dieses Spannende auch eher gegen Ende stattfindet. Bevor wir zu meinem zweiten Fünf-Sterne-Buch in diesem Monat kommen, kommen wir noch zu einem weiteren, ja, Rezensionsexemplar, was mir von der Autorin zur Verfügung gestellt wurde und was du bei meinem Lesemarathon schon gesehen hast. Es ist ein Self-Publishing-Buch und die lese ich ja eher selten, was nichts damit zu tun hat, dass ich etwas gegen Self-Publisher habe, sondern dass es sich selten ergibt und die Bücher mich selten ansprechen. Aber hier dachte ich mir, let's go, ich schaue es mir an und zwar handelt es sich um Lost Love. Ich mag die Farben auf dem Cover sehr gerne, muss ich sagen, weil es so schön farbenfroh ist. Und hier geht es auf jeden Fall um Annie. Annie ist schon seit langem auf sich alleine gestellt und sie braucht auch wirklich eigentlich niemanden. Sie hat ihre Farm, ihr Haus und hat ein Pferd und das reicht ihr eigentlich vollkommen, um glücklich zu sein. Sie hat ein paar nervige Nachbarn, die ihr das Leben schwer machen, aber hey, man muss auch mal Sachen in Kauf nehmen. Und so schlimm ist es schon nicht. Eines Tages ist dann ein Mann auf ihrer Veranda. Er taucht dort einfach auf und zwar unbekleidet. Sie denkt sich so, wer ist das, was tut er hier und will das herausfinden, doch er erinnert sich nicht mehr. Er sieht sehr ramponiert aus, hat auch zwei Schussverletzungen, aber er erinnert sich nicht mehr. Und dann machen die beiden sich gemeinsam auf die Suche nach der Ursache, nach dem, wer er ist, was dahinter steckt und so weiter und so fort. Gleichzeitig geht es aber auch darum, dass vielleicht Annie feststellt, dass ihr Leben so ein bisschen ins Stocken geraten ist. So würde ich es vielleicht einfach mal sagen. Was soll ich sagen? Ich war sehr positiv überrascht von dem Buch. Wenn du ausführlicher und in allen Einzelheiten meine Meinung wissen willst, schau wie gesagt beim Lesemarathon-Video vorbei, denn da habe ich natürlich noch viel mehr sagen können als jetzt in diesem Video. Erstmal mochte ich dieses Setting, denn es war so dieses Cowboy-Wild-West-Ding irgendwie, ohne dass wir aber in der Zeit großartig verrutscht sind. Und das fand ich irgendwie cool, muss ich sagen. Dann ist es so, dass mir Annie als Protagonistin durchaus sympathisch war. Also wirklich fand ich gut. Ihn fand ich auch cool und ich mochte es, wie gesagt, dass in dieser ersten Szene, wo er nackt auf ihrer Veranda stand, dass es dann nicht unangenehm und cringe-sexy wurde. Denn das habe ich ja auch schon gesagt. Ich finde, häufig ist es so, dass wenn irgendwo eine Person in sexy Klamotten oder auch nackt auftaucht, dann geht es häufig mindestens einmal darum, wie die Person, jetzt in dem Fall der Mann, bestückt ist. Und ich hasse das, weil ich mir denke, da steht eine nackte Person. Chill deine Piep. Ich sag's jetzt nicht. So, also von daher
fand ich es hier sehr erfrischend und irgendwie ist es auch traurig, dass ich es erwähnen muss. Aber gut, dann geht die Geschichte weiter und man erfährt so ein bisschen, was so die Herausforderungen sind so in Annies Leben und dass zum Beispiel, wie gesagt, ihre Nachbarn ihr das Leben schwer machen. Später erfährt man auch, warum. Das fand ich ebenfalls ganz cool und ich muss auch sagen, dass ich es mochte, dass die Protagonisten die ganze Zeit so auf der Suche waren, um das Rätsel aufzulösen und Stück für Stück dem Ganzen näher gekommen sind, denn tatsächlich ist dieses Herausfinden, was passiert ist, das Übergeordnete, was die ganze Zeit passiert. Und das finde ich, wie gesagt, super. Das finde ich immer sehr, sehr gut, weil ich es hasse, wenn solche Sachen angeteasert werden und dann werden sie vergessen. Ich möchte da jetzt auch wieder keine anderen Namen nennen, aber das hatte ich leider schon häufiger in Büchern. Hier war es zum Glück nicht so. Dementsprechend hat man Stück für Stück mehr herausgefunden und das war sehr spannend, denn an sich ist die Geschichte aus ihrer Sicht erzählt, aber es ist dann so, dass man zwischendrin Einschübe hat von ihm. Und das war passend, denn dadurch hat es nicht so viel Raum eingenommen, aber es hat gut verdeutlicht, wie verwirrt er ist und wie verwirrend einfach wirklich dieses Gefühl ist. Oh Kacke, ich erinnere mich nicht und ich denke jetzt, ist es so, aber wenn es so ist, oh Gott, was sagt das über mich aus und dann ist es doch anders und so weiter und so fort. Also das hat es sehr, sehr gut verdeutlicht, das hat mir gut gefallen. Man hat halt eben gemerkt, wie ihm Stück für Stück wieder Sachen klar geworden sind, die er aber eben nicht in einen vernünftigen Kontext einordnen konnte. Also er hat dann von Dingen geträumt, die ausführlich erzählt haben, was wohl passiert ist, aber die keinen Sinn ergeben haben. Vor allen Dingen, weil er sich dadurch nicht erklären konnte, wie er eben an diesen Punkt jetzt gekommen ist. Und was ich eben noch sagen wollte, ist einfach, dass die Protagonisten dieses Ziel verfolgt haben, sich dabei freundschaftlich näher gekommen sind und das auch sehr lange. Also es war sehr lange freundschaftlich und das fand ich wirklich cool. Denn man muss hier sagen, man hat hier jetzt keinen großen Spice oder sonst irgendwas, aber das wäre auch wieder für die Geschichte nicht so passend gewesen. Sondern so wie es war, war es eigentlich schon wirklich gut. Denn es war letztendlich so, dass man einfach eine sehr slowe Annäherung hatte, die aber gut war, weil sie den Fokus nicht abgelenkt hat von diesem Übergeordneten. Denn was ich im ersten Lesemonatsvideo meinte, ist ja, dass manchmal in Geschichten einfach diese krassen Liebesgeschichten überhaupt nicht reinpassen. Und sei es jetzt Fantasy oder eben auch so ein Buch, es passt manchmal einfach nicht. Und dann lieber darauf verzichten, als da auf Krampf irgendwas einbauen, was überhaupt nicht gut ist. Und dann gab es zum Beispiel auch eine Szene hier, in der es darum ging, dass die beiden sich ein Bett teilen sollen. Das war irgendwann schon in fortgeschrittener Beziehungsentwicklung, sag ich mal. Also nicht zwischen denen, sondern einfach, dass sie sich generell kennengelernt haben. Und dann war es halt so, dass einer von beiden meinte, ich weiß gar nicht mehr, wer das von beiden war, meinte so, ey, wir können uns doch das Bett teilen, wir sind doch Erwachsene. Und wenn wir es wollen, kann mehr passieren, aber es muss nicht. Und ich finde, es ist sonst häufig immer dieses, wenn wir sein Bett teilen, dann wird es direkt spicy. Und ach nee, kann ich nicht ab, finde ich blöd, mag ich nicht. Von daher war es hier auch wieder super gut umgesetzt, hat mir gut gefallen. Und das Einzige, was mir nicht so gut gefallen hat, war gegen Ende, als dann sozusagen der Showdown kam. Der war an sich cool, aber der war mir ein bisschen zu schnell. Denn er hat sich sehr lange aufgebaut und sich dann irgendwie sehr leicht gelöst. Und das hätte ich noch ein bisschen mehr in Szene gesetzt, gehabt haben wollen. Ergibt es Sinn? Naja, oder beziehungsweise generell einfach noch so ein bisschen anders und ausführlicher. Das war irgendwie ein bisschen zu schnell dann letztendlich. Und ich glaube, wenn ich da so ein Cowboy-Showdown gehabt hätte, wäre das noch ein bisschen cooler gewesen. Aber was ich auch sehr gut fand, war, weil das sage ich ja eben auch beim Klappentext nochmal gesagt, dass wir bei der Protagonistin gewisse Probleme aufgezeigt bekommen oder beziehungsweise Dinge, die sie bisher nicht gestört haben, aber durch die Entwicklung im Buch stört es sie langsam und dass die dann wirklich nach und nach aufgelöst worden sind. Das fand ich wirklich cool, weil das war auch sehr subtil, ohne zu sehr im Fokus zu sein, aber es hat stattgefunden. Und das finde ich wirklich gut. Also da bin ich voll dabei und dementsprechend kann ich dir das Buch alles in allem auf jeden Fall ans Herz legen und empfehlen, wenn du Bock auf dieses Cowboy-Setting hast und auf eine andere Geschichte mit diesem Ermittlerfokus und. Also ja, von daher schau es dir dann gerne an. Und dann kommen wir zu meinem zweiten 5-Sterne-Buch. Und wie sollte es auch anders sein? Dieses Buch ist von Jessica Clare, Perfect. In Perfect werden zwei Kurzgeschichten erzählt. Einmal geht es um Prinzessin Alexandra. Sie ist Thronerbin von so einem kleinen Ministaat. Und dort finden dann Dreharbeiten statt. Ich musste kurz überlegen, wie das heißt. Von einer Serie, die sie richtig gut findet. Und deswegen schleicht sie sich dann irgendwann aufs Set. Und dort trifft sie auf den Hauptdarsteller. Und der Hauptdarsteller, den findet sie schon gut. Der denkt aber zunächst, sie wäre eine leichte Dame, die für Geld gewisse Dinge anbietet. Und ja, das war ziemlich lustig auf jeden Fall. Und irgendwann stellt sich dabei heraus, dass sie natürlich die Prinzessin ist und die beiden kommen sich näher, aber natürlich ist das nicht so einfach, denn er steht ja in der Öffentlichkeit und sie darf eigentlich natürlich sich nicht so oder so verhalten, deswegen müssen die beiden gucken, wie sie das Ganze dann meistern. Und im zweiten Band geht es, oder im zweiten Teil des Buchs, keine Ahnung, geht es um mein Lieblingspaar, nämlich aus Band 2 der Perfect Passion Reihe.
Und zwar, wie heißen die beiden? Hunter und Gretchen. Und die beiden planen ihre Hochzeit und das bringt einige Herausforderungen mit sich. Und vor allen Dingen müssen sie oder muss Gretchen schauen, ob sie ihrer Schwester, war es Daphne? Ich glaube schon, Daphne, ob sie ihr verzeihen kann. Denn Daphne ist keine einfache Schwester. Das lernt man in der Hauptreihe auf jeden Fall kennen. Als ich mit diesem Buch fertig war, war ich so, warum kann ich jedes Buch so sein? Wenn ich nur noch eine Reihe lesen dürfte, ich würde Jessica Clares Perfect Passion Reihe aussuchen. Ich liebe diese Bücher. Denn, also nicht alle Bände gleich, aber ne, so, einfach weil ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat, aber ich finde für mich persönlich, dass die Reihe eine super gute Mischung hat aus Ernsthaftigkeit, aus die Protagonisten nähern sich an aus sexy Szenen und ich mag das ja eigentlich, außer es ist cringe, aber sonst mag ich das ja sehr gerne und ich liebe einfach diese Bücher. Es gibt in der ersten Geschichte gibt es ein Ende, was mir jetzt nicht so gut gefällt, aber okay, das war viel zu übertrieben mal wieder. Darüber kann ich dann aber auch hinwegsehen. Und die zweite Geschichte, da dachte ich zunächst so, irgendwie ist es ein bisschen langweilig, die beiden so bei der Hochzeitsplanung zu verfolgen. Aber es ging viel mehr darum, dass eben die dritte Schwester, denn wir haben in der Hauptreihe haben wir eben erlebt, wie in Band 2 Gretchen ihr Glück findet und ich glaube in Band 4 die eine Schwester. Und Daphne ist halt wirklich so ein Problemkind. Und Daphne ist, glaube ich, vor allen Dingen im letzten Band der Hauptreihe relevant, weil sie da eine Rolle spielt. Sie ist nicht die Protagonistin, aber sie spielt eine Rolle, eine wichtige Rolle. Und Daphne ist einfach eine Musikerin, glaube ich, die aber komplett von der Industrie fertig gemacht wurde. Und es ist super spannend gewesen, sie hier zu verfolgen. Also spannend im Sinne von interessant. Denn ich fand es gut. Ich fand es gut, wie da herangegangen wurde und wie sozusagen die Geschichte ein Ende gefunden hat, ohne dass es ein eigenes Buch dafür brauchte. Wirklich, ich liebe diese Reihe. Ich kann es nicht anders sagen. Und ich mochte in der ersten Kurzgeschichte mit diesem Schauspiel, ich mochte, wie es eingebaut wurde. Ich fand es sehr charmant. Es gab sehr humorvolle Szenen. Die Annäherung war cool. Ich finde es aber auch gut, dass Probleme auf jeden Fall aufgegriffen und irgendwie gelöst werden. Also das gefällt mir alles sehr gut. Und wie gesagt, das Ende war too much. Das hat irgendwie nicht so gepasst. Und was ich vor allen Dingen cool fand, ist, man denkt sich ja so Thronerbin und es ist alles so strikt, aber wir haben hier eine Dynamik zwischen Mutter, Tochter und dann der Großmutter, heißt auch Großmutter Enkelin. Und das fand ich wirklich cool. Also das hat mir richtig gut gefallen, denn da hat man halt auch einfach gesehen, dass das so ein bisschen lockerer sein kann und dass gewisse Traditionen zwar eigentlich eingehalten werden sollten, aber man natürlich auch mit der Zeit mitgeht. Ob das realistisch ist, ist eine andere Geschichte, aber wir reden hier von einem kleinen Inselstaat und einer fiktiven Geschichte, also mein Gott. So, und das hat mir wirklich gut gefallen. Ich mochte die Dynamik, ich fand es einfach toll. Und bei der zweiten Geschichte, wie gesagt, war es so, dass die Hochzeitsplanung vorkam, aber das eben auch sehr stark thematisiert wurde, wie es mit Daphne ist. Denn Daphne hat ja unter anderem auch Suchtprobleme und wie der Umgang damit ist und, und. Das fand ich sehr, sehr cool. Auch wie die Schwestern sich wieder angenähert haben. Also, es hat mir wirklich gut gefallen. Und ich liebe diese Reihe und konnte dem Buch nichts anderes geben als 5 Sterne. Trotz, wie gesagt, so ein paar Kleinigkeiten, sogar einer Kleinigkeit, die mich ein bisschen genervt hat. Und was soll ich sagen? Wirklich, was soll ich sagen? Mir fällt dazu nichts mehr ein. Ich muss mal die weiße Reihe, die ist, glaube ich, Perfect Touch, muss ich nochmal lesen, weil da ist es schon ein bisschen her, dass ich sie gelesen habe. Und tatsächlich ergibt es eigentlich mehr Sinn, zuerst Perfect Passion und dann Perfect Touch zu lesen, weil, ja, es ergibt einfach mehr Sinn, weil da gewisse Crossover-Sachen und so weiter stattfinden. Aber ich sollte die, glaube ich, nochmal lesen, um zu gucken, ob es wirklich auch den gleichen Vibe hat. Was soll ich sagen? Ich kann sie dir nur empfehlen, wenn du, wie gesagt, so dieses Erotische magst und dieses Millionär-Milliardär-Thema. Ich fand es jetzt nicht störend, aber ich mag es halt auch, also von daher weiß ich nicht. Und wie gesagt, diese Erotik, ich finde einfach, die Szenen sind. Ich liebe die Bücher. Ich kann es nicht anders sagen, kann mich nur wiederholen. Dann kommen wir zu einem Buch, was du ebenfalls bei meinem Lesemarathon gesehen hast und was ich irgendwie verlegt habe. Ich weiß nicht, wo ich es hingepackt habe. Ich habe es nämlich eigentlich als Printer, aber es ist verloren in diesem Raum. Naja, es handelt sich um Elfenkrone. Das ist ja der erste Teil der Reihe. Ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißt. Und ich glaube, die Abstimmung von meinem Race of Books Ding hat ergeben, dass ich da auch weiterlese. Von daher kann ich dir dann mehr berichten im April, Lesemonat, also heißt im Mai. Und in diesem ersten Band geht es eben darum, dass die Protagonistin, deren Namen ich natürlich jetzt nicht weiß, weil ich habe das Buch nicht da, auf jeden Fall, sie wird mit ihren Schwestern gemeinsam an den Hof der Fae entführt, der Elfen. Und es ist halt so, dass sie dort dann lebt.
nachdem ihre Eltern eben getötet worden sind, und sie möchte gerne dazugehören. Aber sie ist ja ein Mensch und Menschen werden dort nicht so gerne gesehen, weil sie als unterlegen angesehen werden. Und dementsprechend wird ihr das Leben schwer gemacht, unter anderem von dem Thronfolger Prinz Kaden, heißt er, glaube ich. Und von ihm wird ihr das Leben schwer gemacht und von seinen Freunden primär, finde ich zumindest. Sie möchte sich trotz dessen behaupten, möchte gerne eine gewisse Position und Prestige erlangen an dem Hof. Und dann geschehen in dem Buch sehr, sehr viele Dinge, muss ich sagen. Und sehr viele Dinge, die man vielleicht auch gar nicht vorhersehen kann. Was soll ich sagen? Ich fand die Protagonistin sehr cool. Ich mochte sie gerne. Nicht immer, aber an sich auf jeden Fall. Und vor allen Dingen fand ich es gut, wie sie sich halt wirklich nichts hat gefallen lassen. Sie hatte ein Ziel, das sie verfolgt hat und da war sie wirklich strikt dabei. Das gefällt mir mal gut. Und gleichzeitig fand ich es interessant durch die drei Schwestern, die man eben hatte, die unterschiedliche Ausgangslagen haben unterm Strich, wie man unterschiedlich mit einer Situation umgehen kann. Also ich fand das mal wirklich cool dargestellt, denn es war halt so, dass alle drei sich komplett unterschiedlich verhalten haben und man dann dadurch eben verschiedene Szenarien hatte. Ich bin gespannt, wie es sich da noch weiterentwickelt in den Folgebänden, denn das hat viel Potenzial und vor allen Dingen auch viel Konfliktpotenzial. Und dann war es eben so, dass ich persönlich finde, dass nicht unbedingt Prinz Kaden ihr das Leben zur Hölle gemacht hat, sondern eher seine Freunde. Und da war es auch spannend zu sehen, dass eben die Elfen sich als überlegen sehen, was ja irgendwo sicherlich in deren Welt auch stimmt und auch von den Fähigkeiten her und so sicherlich stimmt. Aber das war spannend zu sehen und da gab es einige heftige Szenen, muss ich sagen, die mir aber gut gefallen haben. Und dann nimmt die Geschichte eben seinen Lauf. Und gerade wenn es dann eben darum geht, wer der Nachfolger sein wird vom König, war es durchaus sehr spannend, was da alles passiert ist. Es wurde sehr heftig und das Ende ist sehr vielversprechend. Denn man könnte, finde ich persönlich, das Buch eigentlich auch als Einzelband betrachten. Das ist durchaus möglich, weil es doch prinzipiell eine fertige Geschichte ist, mit der man dann sich überlegen kann, hey, okay, wie geht's jetzt weiter? Also es ist kein Cliffhanger, finde ich zumindestens. Aber dennoch ist es natürlich spannend, was die Autorin sich weiter gedacht hat. Und ich habe jetzt schon häufiger gehört, dass die Folgebände sogar noch besser sein sollen. Dementsprechend bin ich gespannt. Was mir persönlich dann wieder aufgefallen ist als jemand, der selten Fantasy liest, ist, wenn du halt so eine High-Fantasy-Welt hast, ist das sehr viel. Also es ist sehr viel an Informationen, es ist sehr viel an Details, es ist sehr viel, also es gab sehr viele Handlungsstränge. Und was ich zum Beispiel manchmal schade fand, war, dass es gewisse Handlungsstränge gab, die dann aber erstmal wieder komplett außer Acht gelassen worden sind und dann wurden sie erst wieder aufgegriffen. Und das bietet zwar auf der einen Seite eben das Potenzial, dass die Folgebände ebenfalls spannend, interessant bleiben und nicht einfach nur blöde Füllbände sind und eine gute Länge erreichen, aber manchmal war es mir ein bisschen zu viel. Also wirklich und zu viel, dass es dann auch vergessen wurde und so. Also ich weiß nicht, da bin ich manchmal eher ein Fan von mehr Fokus und weniger rechts-links und dass dann rechts-links erst kommt, wenn es dran ist und nicht zwischendurch wieder vergessen wird. Aber das ist nur eine Kleinigkeit und wie gesagt, man muss sich an die ganzen Details dann erstmal überhaupt erinnern, rantasten. Man muss da erstmal klarkommen, sich in der Welt zurechtfinden, aber das wird dann auf jeden Fall stattfinden. Und was ich auch ganz cool fand, ist, am Anfang hat man halt diese Szene, wie die Eltern der drei Mädels getötet werden. Das fand ich cool, dass es mit vorkam. Und genauso fand ich es dann sehr interessant, was dahinter steckte und wie damit umgegangen wurde und so. Das fand ich überraschend, denn ich dachte irgendwie, es würde in eine andere Richtung gehen. Aber das fand ich tatsächlich gut. Ja. Von daher bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Und wenn du die Reihe gelesen hast, sag mir gerne, ob du Fan bist oder ob vielleicht nicht so deins ist. Machen wir weiter mit einem Buch, was ebenfalls bei meinem Lesemarathon dabei war und das für mich persönlich schwächste Buch war. Und zwar Friedhof der Kuscheltiere von Stephen King. In dem Buch geht es um eine Familie, die umzieht. Sie ziehen in eine neue Stadt, in ein neues Haus und das ist an einer Hauptstraße oder in der Nähe einer Hauptstraße gelegen, sodass ihnen gesagt wird, passt auf eure Katze auf, die bei der Straße verenden viele Tiere. Und am Ende von deren Haus ist es so, dass es, oder Garten, ist es so, dass es einen Friedhof gibt. Und gleichzeitig gibt es aber noch einen anderen Friedhof, bei dem gesagt wird, hey, diejenigen, eher Tiere, die dort begraben werden, die können eventuell wieder zum Leben erweckt werden. Und dann haben wir eben den Protagonisten, der Arzt ist. Und irgendwann im Laufe der Geschichte passieren dann sehr, sehr komische Dinge. Ich dachte ja, ich wusste vorher nicht genau, worum es geht. Und ich dachte, es wäre so richtig gruselig horrormäßig. Einfach weil das, was ich bisher so mitbekommen habe, so wirkte, als würde es in die Richtung gehen. Letztendlich war es
überwiegend recht langatmig und langweilig, weil eigentlich nichts passiert ist. Und dann war es so, also es ist nichts passiert, dann ist auf einmal was passiert, dann ist wieder lange nichts passiert und dann erst gegen Ende ist wieder etwas passiert. Das fand ich etwas schade, weil dadurch war es, hat sich so ein bisschen gezogen und war ein bisschen anstrengend zu lesen, muss ich sagen. Aber alles an allem war die Geschichte dennoch auf jeden Fall nicht schlecht, denn was ich halt gut finde, ist auf jeden Fall, dass die Thematiken Tod und so weiter, Tod und Trauer, angesprochen werden. Denn das ist ja wirklich was, und das wird hier auch gesagt, was vielen Menschen Angst macht. Ich gehöre da jetzt nicht dazu, aber es ist ja bei vielen Menschen so. Und dadurch ist es so ein Thema, mit dem man sich ungern konfrontiert. Und von daher finde ich es gut, dass man eben in einem Roman das Ganze verarbeitet und die Leute vielleicht so damit in Berührung kommen, sich auseinandersetzen und vielleicht auch ihre Angst überwinden können. Denn vermeiden lässt es sich ja nicht. Und von daher fand ich das cool, vor allen Dingen, weil man eben verschiedene Sichtweisen hatte. Man hatte dann ja allein schon Mutter, Vater, Tochter und ich glaube, ein Sohn ist das jüngste Kind gewesen. Das fand ich gut. Und genauso hatte man dann eben auch noch die Nachbarn. Da war nämlich so ein altes Ehepaar. Und das war ganz cool. Also das muss ich wirklich sagen. Vor allen Dingen auch, weil man zusätzlich auch noch den Unterschied hatte zwischen einem Menschen und einem Tier. Also wenn der Mensch stirbt oder das Tier stirbt. Und das fand ich auch tatsächlich sehr interessant. Und ich muss sagen, wenn das Buch ein bisschen kürzer gewesen wäre und ein bisschen teilweise noch anders und ich auch natürlich was anderes erwartet hätte, dann hätte es mir besser gefallen, weil wie gesagt, dieses Tod-Trauer-Thema finde ich super spannend. Aber das war für mich dann auch wieder zu selten, würde ich sagen, als dass ich gesagt hätte, ja, okay, es ist voll gut umgesetzt bzw. interessant oder irgendwas. Und natürlich wird es dann irgendwann ein bisschen wild, weil ich habe ja schon gesagt, dass da gegebenenfalls das Ganze wieder mit Auferstehen zu tun hat. Gleichzeitig fand ich das irgendwie auch ganz cool. Aber auch da wieder, es war irgendwie zu selten, als dass ich sagen würde, boah, es war richtig gut oder irgendwas. Also ich glaube, es ist einfach nicht ganz mein Buch letztendlich. Und wie gesagt, mir ein Ticken zu dick. Sonst hätte es mir noch ein bisschen besser gefallen. Aber das ist halt, wie gesagt, etwas sehr Subjektives und es gibt ja zum Glück genug Auswahl bei Stephen King mit verschiedensten Themen, bei denen man noch sein richtiges, passendes Buch finden kann und von daher bin ich da mal sehr gespannt drauf. Dann kommen wir zu einem Buch, was auf meiner 10 Autoren für 2023 Liste steht. Auch das Video verlinke ich dir oben, dann kannst du dir nochmal alle Autoren und alle Bücher anschauen. Und das gab es als Hörbuch, deswegen war ich so, ich höre mal rein. Und zwar heißt es Die stillen Gefährten. Das ist eine viktorianische Geistergeschichte, die abwechselnd im 19. und 17. Jahrhundert spielt. Und natürlich ist es nichts, was ich sonst lesen würde, aber es war sehr interessant. Es geht nämlich darum, dass Elsie Rupert Bainbridge kennenlernt. Die beiden verlieben sich, alles ist super und vor allen Dingen ist es so, dass sie eigentlich eher aus ärmlichen Verhältnissen kommt und somit ist es ein wahrer Jackpot. Allerdings ist es dann so, dass Rupert auf ein Anwesen seiner Familie geht, um dort alles vorzubereiten für seine Familie dann. Und das Ding ist, dass er aber irgendwie dann auf mysteriöse Art und Weise umkommt. Er kommt um und sie reist dann dorthin in dieses Haus, weil sie sich verabschieden muss, weil sie in das Haus einziehen möchte. Ich weiß nicht genau, was da jetzt der Grund war. Und sie kommt dort aber nicht allein an, sondern mit Sarah. Heißt sie Sarah? Ich glaube schon. Und Sarah ist eine Cousine, glaube ich. Eine Cousine von Rupert. Und sie haben sie aufgenommen, weil sie sonst irgendwie alleine wäre oder so. Und die beiden Frauen kommen dort an und irgendwie ist alles sehr, sehr komisch. Denn sie werden irgendwie sehr gemieden. Die Leute trauen sich nicht raus. Und auch das Personal, was das Haus instand hält, ist irgendwie komisch. Und somit ist es dann so, dass langsam aber sicher das Ganze seinen Lauf nimmt. Und irgendwann kommen dann noch die stillen Gefährten ins Spiel. Das sind Holzfiguren, die auftauchen. Die auftauchen, obwohl sie eigentlich nicht auftauchen sollten, die zerstört wurden und trotzdem auftauchen und teilweise Leuten ähnlich sehen, die man kennt oder die Protagonisten, Charaktere, die dort sind, kennt. Und dann haben wir auf der anderen Seite eine andere Zeitachse, eben im 17. Jahrhundert. Und dort haben wir Vorfahren von den Bainbridges. Und da erfährt man dann eben, was passiert ist. Also die eine, ich weiß gerade nicht, was ihr genauer Name war oder was ihre Funktion war, aber auf jeden Fall, sie hat wohl ihre Tochter, die sie bekommen hat, beschworen, also so hexenmäßig. Und dadurch wurde sie bestraft und der Tochter wurde die Zunge verstümmelt. Frag mich nicht genau, wie das passiert ist. Egal, auf jeden Fall war es sehr interessant. Ich hatte zunächst keine Ahnung, was mich erwartet und muss auch sagen, am Anfang hatte ich ein bisschen Probleme mit der Sprecherin. Denn irgendwie war ihre Art, wie sie das Ganze vorgetragen hat, sehr speziell zunächst. Aber wenn ich mich daran gewöhnt habe, ging es auf jeden Fall vollkommen klar. Und man lernt ebenso die Charaktere kennen. Und wir haben eben Elise und sie ist, ja, was soll ich sagen, sie ist so, dass sie gewisse Erwartungen hat, wie das Ganze zu laufen hat. Gleichzeitig erfährt man, dass sie eben ein Kind unterm Herzen trägt und
Ja, mit dann Sarah. Und sie ist sehr abwertend teilweise in ihren Gedanken. Also Elise ist sehr abwertend. Und gleichzeitig ist sie aber doch irgendwie auch tough und denkt sich halt so, ja, kacke, mein Mann ist jetzt gestorben. Ich weiß nicht warum. Ich liebe ihn und ich dachte, wir haben ein langes Leben vor uns. Aber es lässt sich ja jetzt nicht ändern. Ich muss es irgendwie in die Hand nehmen. Und sie kommt dann gewissen Dingen auf die Spur, beziehungsweise irgendwann treten halt die stillen Gefährten auf den Plan. Man erfährt dann eben in Rückblenden, wie die überhaupt ins Haus gekommen sind und überhaupt zur Familie gekommen sind. Und es war sehr interessant. Und man hatte durchaus so, weil es ja eine viktorianische Geistergeschichte ist, man hatte schon so ein kleines Gefühl von Unwohlsein, was daran lag, dass man sich einfach gefragt hat, okay, WTF, wie konnte das jetzt alles passieren? Also es war was ganz, ganz anderes. Es ist nicht durchweg spannend, aber das liegt, glaube ich, einfach an der Erzählweise. Aber es war interessant, so eine Geschichte kennenzulernen. Anders kann ich es gar nicht sagen. Und dann ist es eben so, dass immer mehr Dinge passieren. Und gerade gegen Ende, also ich würde sagen, wirklich so die letzten 20% oder so, da ist halt wirklich viel passiert. Und auch vieles Tragisches und Schlimmes. Und genauso hat man eben dann diese Rückblenden, fand ich sogar fast noch spannender. Außer gegen Ende, dann war auch die Gegenwart spannend. Aber die Rückblenden waren halt super interessant, weil man da eben gemerkt hat, wie sich das Ganze zuspitzt und wie das Ganze sich eben entwickelt hat, gerade auch mit der Tochter. Und damit, dass eben die Protagonistin der Zeitebene sozusagen ihre Tochter, ja, heraufbeschworen hat, wie auch immer. Sich gewünscht hat, gehext hat, keine Ahnung, wie man es nennen soll. Und das fand ich wirklich interessant. Und da ich es ja gerne mag, jetzt gerade auch in diesem Jahr mehr vorhabe, meinen Horizont zu erweitern, war das Buch auf jeden Fall eine gute Auswahl dafür. Und dann habe ich ja noch zwei weitere Bücher von der Autorin auf dem, naja, nicht auf dem, so auf der Liste. Und ich bin sehr gespannt, was mich da erwarten wird und ob es in eine ähnliche Richtung gehen wird oder ganz anders. Also ich finde es immer cool, wenn man wirklich bei Autoren und Genres gar keine Ahnung hat, was einen genau erwartet. Und das habe ich hier auf jeden Fall bekommen. Dann geht es weiter mit einem Fantasy-Buch. Und zwar, ich fürchte mich nicht, das ist die deutsche Ausgabe von Shatter Me. Aber tatsächlich kommen ja die Cover, falls du es jetzt noch nicht wusstest, die englischen Cover sind ja so mit Augen. Und das wären jetzt auch die neuen deutschen Cover. Und zusätzlich werden die letzten 3, 4 Bände, ich weiß nicht, was da alles kommt, werden ebenfalls übersetzt. Weil vorher gab es ja nur, oder aktuell gibt es ja nur die ersten 3 Bände in diesem Coverformat, in dieser Coverversion, so ungefähr. Das zweite ist, glaube ich, rot, das dritte schwarz oder so. Auf jeden Fall gibt es nur die, aber bald wird es alle Bücher geben. Heißt, du kannst die Reihe, wenn du sie noch nicht kennst und auf Deutsch lesen möchtest, bald komplett auf Deutsch lesen. Sicherlich wird es das ganze Jahr sich hinziehen, aber hey, besser so als gar nicht, würde ich sagen. Und hier geht es darum, dass Juliet, unsere Protagonistin, eine Ausgestoßene ist. Sie wird gefangen gehalten, weil sie eine Gefahr für die meisten Menschen birgt. Und dann ist es so, dass wir auf der anderen Seite, Adam hieß er, glaube ich, steht es hier? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es so, dass sie Adam kennenlernt und ja, dann gewisse Dinge sich entwickeln. Denn gleichzeitig ist es so, dass sie von dem Machthaber, keine Ahnung, wie ich ihn nennen soll, dem Boss, wo sie gefangen halten wird. Ich weiß gar nicht, was seine Funktion ist. Auf jeden Fall, von ihm soll sie als Waffe missbraucht werden. Sie will das aber nicht. Also sie kann eine Waffe sein, sie will es aber nicht. Und somit ist es dann so, dass im Laufe des Buches Adam und sie sich davon befreien wollen. Ich würde es einfach so zusammenfassen, weil es doch sehr, ja, ich weiß, ich will gar nicht sagen komplex ist, aber auf jeden Fall doch einiges passiert. Also erstmal ist es so, dass das Buch gestalterisch ganz interessant ist, weil man häufig so Stellen hat, ich kann es dir mal zeigen, ja, bei denen die das, was sie eigentlich sagen möchte, durchgestrichen ist. Und sie sagt dann was anderes. Und das fand ich ein sehr cooles Detail. Man beginnt damit, wie Juliet eben gefangen ist. Und man bekommt mit, wie mürbe sie das macht. Und wie verrückt und wie lange und so weiter und so fort. Und das war sehr gut dargestellt, denn man war selber irgendwann so, von dem, wie es geschrieben war, war man so, oh, ich verstehe es auf jeden Fall. Also das war sehr gut verdeutlicht. Und man bekommt so stückchenweise, häppchenweise hingeworfen, was mit ihr ist. Man kann es nicht so ganz greifen, finde ich, zunächst. Aber man bekommt so mit, was so ihr Ding ist. Denn es geht halt um Berührung. Also niemand kann sie anfassen und sie kann niemanden anfassen. Aber gleichzeitig ist das natürlich ein irgendwo doch grundlegendes Bedürfnis der meisten oder aller Menschen. Und somit ist es natürlich für sie sehr schwierig. Dann ist es so, dass eines Tages Adam zu ihr kommt in ihrer Zelle und die beiden sind dann vermeintlich gemeinsam eingesperrt. Und das war irgendwie auch ganz interessant. Aber ich muss sagen, im Laufe des Buches, das kann ich ja schon mal vorweg sagen, weil ich denke, das ist sehr offensichtlich, wird dann da so eine anfängliche Liebesgeschichte gesponnen, die ich irgendwie nicht ganz gefühlt habe. Ich verstehe nicht auch da wieder, was das soll an der Stelle. Vor allen Dingen, weil es irgendwie nicht nachvollziehbar war. Es kommt dann zwar raus, dass die beiden sich schon kennen und eine gewisse Vorgeschichte haben, aber irgendwie war es trotzdem nicht so ganz verständlich. Weiß ich nicht, fand ich irgendwie komisch. Und dann haben wir noch Warner. Und Warner ist eben der
Boss sozusagen, der super fasziniert von ihr ist und von ihren Fähigkeiten und gerade schon fast besessen, würde ich sagen. Und er möchte dann immer da weiter ausreizen, er möchte wissen, was sie kann, wie sie als Waffe eingesetzt werden könnte und wie gesagt, verehrt sie. Und das Ding ist, dass ich die ganze Zeit dachte, dass er so ein ekelhafter 40-Jähriger wäre, weil es irgendwie so wirkte. Es wirkte wie so, also sie ist 17 und dementsprechend wirkt es so wie so ein viel älterer Mann als sie, der sie irgendwie belästigt. Teilweise sexuell belästigt, aber generell auch belästigt. Und ich war so, und dann kam raus, er ist 19 und ich war so, was? Also das war schon crazy, so vom Effekt her. Und das fand ich auf jeden Fall ein sehr lustiges Detail. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht, denn ich habe gehört, dass einem Warner sympathisch werden soll. Das sehe ich jetzt noch nicht so kommen. Ich finde ihn einfach furchtbar, aber mit Potenzial prinzipiell. Dennoch bin ich gespannt, wie sich die Geschichte weiter entfaltet. Dadurch, dass es natürlich eine 6-7-teilige, ich weiß es nicht genau, Reihe ist, ist es so, dass man auf jeden Fall oder beziehungsweise ist es so, dass die Geschichte recht langsam vorangeht, finde ich. Und teilweise eben auch nicht viel passiert. Aber ich glaube, das braucht es vielleicht, um wirklich in die Geschichte einzuführen. Und ab einem gewissen Punkt passiert dann doch relativ viel und das Ende ist durchaus vielversprechend. Ich werde sicherlich weiterlesen und mal gucken, wie die Geschichte noch weiterhin sein wird. Ich bin jetzt noch nicht krass gecatcht, das würde ich jetzt nicht sagen. Und ich sehe noch nicht so ganz den Hype. Aber grundlegend ist die Geschichte auf jeden Fall echt cool. Und ich habe auch überlegt, ich glaube, ich werde erstmal die 3 deutschen Cover so lassen und danach weiterkaufen, sobald die anderen auf Deutsch veröffentlicht sind. Denn, wie gesagt, englisches Fantasy, egal wie einfach es geschrieben ist, habe ich keinen Bock drauf. Traue ich mir nicht zu und habe ich keinen Bock drauf. Von daher werde ich dann damit Vorlieb nehmen. Dann kommen wir zu einem weiteren Buch, was in meinem Lesemarathon vorkam, und zwar Die Kinder sind Könige. In dem Buch geht es um eine Familienbloggerin, sie heißt Melanie und sie hat 2 Kinder und macht dann eben mit denen ihren Content. Und es ist dann so, dass ihre Tochter eines Tages verschwindet. Die Tochter ist einfach weg und sie musste jetzt herausfinden, beziehungsweise sie möchte natürlich, dass ihre Tochter gefunden wird. Und dann wird Stück für Stück dargestellt in dem Buch, wie eben die Anfänge von Melanie waren, wie es dann weiterging, was sich entwickelt hat. Und es wird dann kritisch dargestellt, warum Familienblogger ihre Kinder einer Gefahr aussetzen, warum das vielleicht nicht das Beste ist und, und. Also dieses Thema wird rundherum angegangen. Was soll ich sagen? Ich fand es sehr interessant, wie Melanie da hingekommen ist. Also das war wirklich cool und auch, dass man da angefangen hat, fand ich wirklich cool. Es war dann so, dass man Rückblenden hatte, also im Sinne von, man hat diese Ermittlerarbeit gehabt und dann wurde gefragt, hey, wie ist es denn passiert und so. Und dann hatte man immer wieder Ausschnitte aus der Recherche, Polizeiarbeit von alten Videos und so weiter. Und ich finde es cool, dass das Thema angesprochen wird und thematisiert und vor allen Dingen auch kritisiert wird. Das finde ich gut, denn wie ich schon mal meinte in dem einen Video, abgesehen von den wirklich schlimmen Dingen, die damit passieren mit dem Content, darf man ja auch nicht vergessen, was das für einen Druck ausübt auf Kinder. Und wenn man damit teilweise als Erwachsener schon nicht klarkommt, wie soll ein Kind damit klarkommen? So, weil es fängt ja nur bei so Sachen an, wie dass man sich vergleicht, immer besser sein möchte, besser als andere sein will und. Das kann einen Erwachsenen schon psychisch mürbe machen. Was macht das mit einem Kind? Und da sollte man vielleicht anfangen bei den logischsten und naheliegendsten Sachen. Und egal, wie häufig Eltern betonen wollen, dass die Kinder das gerne machen, Kinder können nicht greifen, was passiert. Können sie nicht, weil sie es gar nicht verstehen können. Das geht nicht. Egal. Auf jeden Fall finde ich es sehr gut. Die Herangehensweise war ganz cool. Für mich war es dann so, dass gegen Ende der Hauptstory, wenn man so möchte, also gegen Ende der Ermittlerarbeiten, das Ganze mir sehr schnell abgehandelt wurde. Und dann hatten wir eben einen Zeitsprung, durch den oder in dem dann besser beleuchtet wurde, was eben Kinder später daraus ziehen, also was es mit denen machen kann, wenn sie eben so vermarktet werden und so. Und da fand ich es cool, wie 2 unterschiedliche Sichten dargestellt worden sind. Gleichzeitig war aber auch das mir etwas zu schnell. Also ich hätte dafür gerne mehr Raum in dem Buch gehabt und vielleicht auch noch andere Beispiele. Das hätte mir gut gefallen. Und ich muss sagen, was ich auch sehr komisch fand, was ich nicht ganz verstanden habe, ist, dass die Ermittlerin, die hier vorkam, dass die durchaus auch einzelne Szenen hatte und ihre Vergangenheit durchleuchtet wurde und. Und ich habe nicht verstanden, warum. Denn irgendwie hat sich das mir nicht erschlossen, warum wir das jetzt wissen müssen, warum das wichtig ist. Und vor allen Dingen wurde dann irgendwie erwähnt, sie ist so klein, dass sie für ein Kind gehalten wird. Gleichzeitig wurde aber, glaube ich, an einer Stelle erwähnt, dass sie knapp über 1,50 ist, was natürlich klein ist, aber nicht so klein. Also ich fand das irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich weiß es nicht. Ich hätte es cooler gefunden, wenn man wirklich den Fokus auf diese eine Sache behalten hätte. Und ich muss auch sagen, dass es teilweise etwas langatmig war. Also ich bin schon teilweise abgeschwiffen, einfach weil es dann nicht interessant genug erzählt war, beziehungsweise die Informationen für mich persönlich nicht relevant genug waren. Aber sonst alles in allem eine wichtige Thematik, die man sich auf jeden Fall näher anschauen kann und dadurch eben auch mal ein anderes Buch. Und das finde ich ja immer gut und vielleicht findest du es auch gut. Dann kommen wir zu einem
Buch, in dem es ebenfalls um Kinder geht und ja, tatsächlich in eine ähnliche Richtung geht, nur ganz anderes Genre. Und zwar handelt es sich um Schneewittchen schläft von C.J. Tudor. Und ich wollte ja wissen, nachdem ich das Gotteshaus gelesen habe, ob die Autorin immer so ein Horrorfilm-Vibe aufrechterhalten kann. Und hier geht es auf jeden Fall darum, dass Gabe eines Tages mit dem Auto nach Hause fahren möchte und dann vor ihm ein Auto auftaucht. In diesem Auto scheint seine Tochter zu sitzen und sie sagt Daddy. Er bekommt daraufhin, also er versucht dann das Auto zu verfolgen, schafft es aber nicht und er bekommt dann einen Anruf, in dem gesagt wird, komm schnell nach Hause, es ist etwas mit ihrer Frau und ihrer Tochter. Jahre später kann er das immer noch nicht vergessen und er glaubt, dass seine Tochter nicht tot ist, sondern eben noch am Leben und er sich damals nicht geirrt hat. Er ist immer noch verzweifelt auf der Suche und hat da so gewisse Maßnahmen, die er ja wahrnimmt, die er vollführt und dann muss er eben gucken, was passiert, wenn seine Tochter gegebenenfalls wirklich lebt und wenn sie doch noch in Gefahr schwebt, um es so zu sagen. Also, was soll ich sagen? Ich fand es sehr cool wieder. Also muss ich wirklich sagen, ich mag, wie C.J. Tudor die Geschichten aufbaut und so. Es war sehr ersichtlich an manchen Stellen, aber ich glaube, das ist Absicht gewesen, weil sonst wäre es irgendwie zu offensichtlich gewesen. Und es war einfach wirklich interessant gemacht, muss ich sagen. Denn man hatte hier eben diese anfängliche Geschichte und denkt dann natürlich, und das dachten auch die Ermittler so, ja, der Typ, der labert doch eh nur. Und man bekommt dann noch andere Sichtweisen mit. Andere Sichtweisen, bei denen man sich zunächst denkt, okay, aber am Ende ist alles irgendwie miteinander verbunden. Und dieser Horror-Vibe war auf jeden Fall da. An einer Stelle war er vielleicht etwas zu extrem. Also das war wirklich wie in so schlechten, naja gut, schlecht vielleicht nicht unbedingt, aber in so Horrorfilmen, die ich vor, keine Ahnung, 10 Jahren oder so geguckt habe. Aber irgendwie hat es wieder gepasst zu diesem Grusel-Vibe. Und es war einfach viel komplexer. Und auch die Auflösung war irgendwie interessant am Ende. Also wie dann alles zusammenhing, wie es überhaupt dazu kam und. Das war durchaus interessant und hat mir gut gefallen. Manchmal war ich etwas verwirrt, weil es sehr viele Namen und Zustände und so weiter gab. Also da war ich manchmal so ein bisschen so, wer ist das nochmal? Was passiert hier? Aber insgesamt muss ich sagen, war es cool. Ja, ich kann es dir gerne sagen. Und man kommt nicht unbedingt auf die Auflösung, weil die doch nicht so naheliegend ist, aber gleichzeitig eben auch nicht an den Haaren herbeigezogen. Und wenn wir diese eine Szene, die schon ein bisschen übertrieben war, wenn man die außer Acht lässt, ist es auf jeden Fall ein cooles Buch und ich bin gespannt, mehr von der Autorin zu lesen und wie es mir gefallen wird. Dann kommen wir zu einem New Adult Buch und du weißt ja, ich bin eigentlich nicht so mit New Adult aktuell im Freund. Wir sind nicht befreundet. Wir sind nicht mal annähernd befreundet, aber dieses Buch musste ich einfach lesen. Und zwar handelt es sich um Vergiss uns nicht von Laura Kneide. Das ist ja der dritte Band, der 5 Jahre nach den ersten beiden Bänden erschienen ist und handelt von April und Gavin. April ist die Schwester vom Protagonisten aus den ersten beiden Bänden und Gavin ist der beste Freund. Und die beiden, also April und Gavin, haben sich einst richtig gut verstanden. Die waren auch immer befreundet, trotz des Altersunterschiedes. Sie waren immer zu dritt eine eingeschworene Gemeinschaft. Doch dann geschah etwas, was zum Bruch geführt hat. Und dann ist es so, dass Gavin aber natürlich immer mit dabei ist, weil er ja nun mal der beste Freund ist. Und somit möchte April irgendwie wieder, dass das Ganze ins Lot kommt und versucht dann herauszufinden, was passiert ist und so weiter. Die beiden nähern sich wieder an und eventuell passiert auch mehr, aber die beiden müssen dann erstmal gucken, dass sie die Scherben von früher wieder zusammenkehren können. Was soll ich sagen? Ich finde es immer etwas schwierig, wenn viel Abstand zwischen einer Reihe liegt und das kann manchmal auch schon ein Jahr sein, denn ich denke mir immer so, okay, wenn man diesen Abstand hat, gibt es ja in der Zeit einige Dinge, die die Autorin erlebt. Sie verändert sich durch andere Bücher, die sie schreibt, sie verändert sich durch andere Umstände in ihrem Leben und. Und ich finde es dann, oder ich stelle es mir dann herausfordernd vor, dass man denselben Vibe einfangen kann. Die Angst hatte ich vorher und die Angst wurde in gewisser Art und Weise auch bestätigt. Aber wir starten erstmal. April mochte ich in der Hauptreihe sehr gerne. Also wirklich, sie hat mir sehr gut gefallen. Ich fand, sie war eine coole Protagonistin. Und in ihrem eigenen Band jetzt fand ich sie nervig. Ich fand sie furchtbar nervig. Sie hat die ganze Zeit nur rumgeheult. Und was ich generell irgendwie schwierig finde, aber das ist halt was auch wieder Subjektives, ist, dass ich würde fast sagen, im ersten Drittel bis zur ersten Hälfte, irgendwie so in dem Raum, war es so, dass gefühlt jedes zweite Kapitel spätestens damit geendet hat, dass sie solche Anwandlungen hatte in Richtung von, ah, oh, ich hätte so gerne eine Beziehung, ah, oh, ich hätte so gerne, was die auch haben, ah, oh, ich will das so gerne. Und
es kann ja sein, dass es ein Gefühl von ihr ist. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber es war mir irgendwann zu viel Rumgeheule. Und ich war so, warum muss das jetzt ständig erwähnt werden? Ich habe verstanden, dass sie gerne eine Beziehung hätte und dass es ihr sehnlichster Wunsch ist, weil sie Sage und Luca zusammen sieht. Das ist ja auch okay. Aber warum muss das so oft erwähnt werden? Und wenn mir Protagonisten zunächst immer sympathisch sind und dann auf einmal unsympathisch werden, frage ich mich immer, okay, liegt es daran, dass ich mich verändert habe vielleicht? Oder liegt es daran, dass wir einmal Selbstwahrnehmung und einmal Fremdwahrnehmung haben? Denn wenn die ersten beiden Bände sie nur als Nebencharakter haben, dann ist es ja die Fremdwahrnehmung. Wir bekommen nur das mit, was andere irgendwie über sie sagen, über sie erzählen und was uns indirekt erzählt wird. Und wenn dann ihr eigener Band entsteht, dann haben wir ja Selbstwahrnehmung. Also vielleicht liegt es auch daran, ich weiß es nicht. Aber ich fand sie durchaus anstrengend. Und dann ist es so, dass relativ schnell eine gewisse Sache erwähnt wird, bei der ich mir damals, als ich das Buch gehört habe, aufgeschrieben habe, bitte lass das nicht die Auflösung sein. Aber leider war es die Auflösung, denn so endet Band 1 und ich hätte im Strahl kotzen können, weil es so offensichtlich war. Und das ist für mich persönlich kein Cliffhanger, kein Plot-Twist oder irgendwas. Und ich finde auch, dass, und das kommt noch hinzu, dass es zum einen krass offensichtlich war, weil anders hätte das Buch gar nicht funktioniert. Und zum anderen ist es einfach für mich dafür gar nicht ausführlich genug thematisiert worden. Denn ja, wir haben noch einen zweiten Band, der irgendwann im Juni, glaube ich, rauskommt. Aber es war irgendwie so, das Buch ist sehr vor sich hingeplätschert. Es ist nicht viel passiert. Und ja, Laura Kneidl hat einen schon durchaus anderen Schreibstil, einen besonderen Schreibstil. Und obwohl nichts passiert, hat man das Gefühl, es passiert etwas. Das muss man ihr zugutehalten. Aber an sich ist nichts passiert. Und dann war gegen Ende, wirklich die letzte Hörbuchstunde, war es so, dass auf einmal das revealed wurde und das kam raus und das kam raus. Und dann kam ja der große Streit, beziehungsweise der große Cliffhanger, wenn man so möchte. Ich finde, wie gesagt, es ist keiner, aber ne, so. Der kam dann ja. Und der wurde dann irgendwie sehr oberflächlich abgehandelt. Und ja, wie gesagt, wir haben einen zweiten Band, da wird das sicherlich noch thematisiert und tiefergehend thematisiert. Aber ich fand das ein bisschen schade, dass vorher so wenig passiert ist und dann das Ganze so recht schnell übergangen wurde, weil dadurch für mich gar nicht richtig verdeutlicht wurde, tiefergehend zumindest. Ich habe grundlegend verstanden, aber tiefergehend nicht, was jetzt genau das Problem ist in dem Ausmaß. Ja, ansonsten muss ich auch sagen, dass ich finde, dass manche Szenen etwas zu sehr 0815 waren, denn es gab so Sachen wie, oh, Gavin muss zufällig in die Wohnung einziehen von Luca und April. Oh, Luca zieht zu Sage. Die beiden sind jetzt alleine in der Wohnung. Oh, die gehen zelten. Und ich denke mir halt so, das ist alles so 0815 und man muss das gerade nicht neu erfinden. Aber so fand ich es ein bisschen zu einfach. Weiß nicht, das hat mir nicht so gut gefallen. Es war ein bisschen zu, ich will jetzt nicht sagen billig, aber es ist eigentlich das, was ich sagen will. Also von daher ist es ein bisschen zu billig. Und weiß ich nicht, das war ein bisschen schade. Das war wirklich schade, weil ich hatte wirklich teilweise dann so ein bisschen den Vibe, und ich möchte hier niemandem irgendwas unterstellen, aber ich hatte manchmal so ein bisschen den Vibe, dass nun mal damals, als Laura Kneidl die ersten beiden Bände rausgebracht hat, da war es eine Besonderheit. Denn es waren mitunter die ersten New Adult Bücher aus dem deutschsprachigen Raum. Und ich glaube, oder ich hatte das Gefühl, dass teilweise außer Acht gelassen wurde oder vernachlässigt wurde vielleicht, dass mittlerweile sehr viel New Adult auf dem Markt ist. In den letzten 5 Jahren ist sehr viel rausgekommen. Und ich finde es dann schade, wenn man sich so den Basic-Sachen bedient. Wie gesagt, man muss das gerade nicht neu erfinden, aber naja, ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Und ansonsten muss ich sagen, dass mit Gavin und so, das war halt immer so, es gab sehr viel Andeutungen. Natürlich haben sie nicht richtig miteinander kommuniziert. Die Annäherung war irgendwo durchaus süß und verständlich. Das mochte ich an sich. Und was ich auch sehr gerne mochte, war, dass April ein Projekt hat, was sie angegangen ist. Das fand ich gut begründet. Das hat mir gut gefallen, dass es eingebaut wurde. Aber gleichzeitig wurde an einer Stelle erwähnt, ja, sie studiert Physik. Und ja, hier, das ist ja etwas, was man ihr nicht zutrauen würde und so. Und das wurde dann irgendwann, finde ich, auch vernachlässigt, weil da wurde immer nur erwähnt, ja, ich müsste eigentlich lernen, ja, ich lerne, ja, ich müsste lernen. Aber an sich hat das keine Relevanz mehr. Das finde ich ein bisschen schade, dass das Projekt aber so im Vordergrund stand und wichtig war, fand ich gut, weil es eben auch Bezug hatte zu den ersten beiden Bänden. Was ich super schade fand, war, dass Sage und April ja Freundinnen sind. Und ich finde, das ist in den ersten beiden Bänden gut rausgekommen. Und hier war es dann nicht so. Denn April hat häufiger gesagt zu sich selber oder gedacht, dass sie gerne wieder mehr Zeit mit ihrer besten Freundin verbringen würde, aber es hat nie großartig viel in die Richtung stattgefunden. Und das hätte ich mir zentraler gewünscht, denn so war es wieder so dieses typische, oh, Sage hat einen Freund, das ist Aprils Bruder.
Okay, ja, nee, dann muss sie mal mit ihrem Freund zusammen sein. Und April hat aber gleichzeitig immer gedacht, hey, ich würde gerne mehr Zeit mit ihr verbringen oder auch mit beiden, hat aber ihren Mund nicht aufgemacht. Und das fand ich irgendwie sehr schade, denn ich hätte mir gewünscht, dass die Freundschaft noch relevanter ist. Und was ich auch an einer Stelle sehr schwierig fand, war, da hat April sich gefreut. Und es ging halt auch um etwas, was eigentlich nur sie betrifft und wo nur sie diese Gefühle in der Form haben kann. Und dann war sie enttäuscht, dass ihre Freunde sich nicht genauso freuen wie sie. Aber ich finde das sehr schwierig, denn letztendlich kann man von niemandem erwarten, der nicht das Gleiche in dem Moment fühlt wie du, dass jemand sich so verhält, wie du das möchtest. Und vor allen Dingen so verhält wie du, wenn das mit der Person gar nicht so richtig viel zu tun hat. Und ich fand, dass sie da einfach komisch war und irrational. Es mag an ihrem Alter liegen, aber ich fand das einfach sehr merkwürdig, weil man davon eben nicht ausgeht, kann. Und dann war halt so das so dieses, ja, wenn ich einen Freund hätte, dann wäre es ja anders. Also das wurde so indirekt gesagt. Aber das ist ja auch Blödsinn. Denn selbst wenn du einen Freund hast, der dich liebt und der das alles mitbekommt, wird er sich niemals so freuen können wie du. Das funktioniert nicht, weil nicht jeder Mensch freut sich gleich. Und das fand ich auf jeden Fall etwas schwierig und das hat mir nicht so wirklich gut gefallen. Und von daher muss ich sagen, ich bin nicht großartig enttäuscht, das würde ich jetzt nicht sagen. Also es ist nicht so, dass ich sage, boah, war voll der Reinfall und ich lese auf gar keinen Fall mehr was von Laura Kneidel. Ich werde vermutlich auch den zweiten Band hören, definitiv. Aber es waren so Aspekte dabei, bei denen ich leider nicht verstanden habe, warum das sein musste. Und zum Beispiel war es auch so, dass man eben mitbekommen hat, dass April darunter leidet, wie ihre Mutter deren Beziehung angeht. Und ich hoffe auf eine bestimmte Message, aber ich glaube nicht, dass ich sie bekommen werde. Denn ich hasse das, wenn offensichtlich Personen schlecht behandelt werden von Verwandten, sei es Eltern, Geschwistern oder keine Ahnung wem. Und dann am Ende des Tages ist immer so, ist so, ja, die sind halt so. Ja, und du löst dich aber nicht von denen, weil es ist ja eine Sache, dass du erkennst, dass sie so sind, aber eine andere, dass du dich davon immer wieder fertig machen lässt, gleichzeitig aber nichts dagegen unternimmst. Naja, der zweite Band steht ja noch aus. Ich bin gespannt. Ich bin vor allen Dingen gespannt, weil zum Beispiel bei den ersten beiden Büchern war es so, dass mir der zweite weniger gefallen hat, weil es da so viel hin und her gab. Und ich habe das Gefühl, es ist gleich aufgebaut. Ich hoffe aber nicht. Wenn du das Buch schon gelesen hast, sag mir gerne, wie es dir gefallen hat. Und ansonsten kommen wir dann zum nächsten Buch und zwar zu einem Buch, was ich gar nicht eingeplant hatte zu lesen tatsächlich und wo ich dann aber überrascht war, dass ich dazu gegriffen habe. Und zwar handelt es sich dabei um Gib mir deine Angst. Das Buch habe ich häufiger gesehen, aber irgendwie hat es mich nicht so ganz angesprochen und dann hatte ich Bock auf Thriller und habe zu diesem Buch gegriffen. Und hier geht es um drei Freundinnen, würde ich eigentlich nicht mal sagen, nachdem ich das Buch gehört habe. Aber es geht um drei Frauen und zwar Sam, Margaret, und Diana. Sie haben sich durch einen Zufall so richtig kennengelernt. Also vorher kannten sie sich schon grob, zumindest glaube ich, kannten sich immer zwei und dann haben sie die dritte dazugeführt. Aber durch einen Zufall, denn alle drei haben zufällig festgestellt, dass sie sich von ihren Männern, Freunden, wie auch immer, trennen, dass da schlimme Trennungen passiert sind. Und deswegen wollen sie eine Auszeit haben. Sie wollen Urlaub machen. Aber auf der Fahrt kommt es dann dazu, dass sie irgendwo zwischenlanden müssen. Sie landen an einem Ort, den sie nicht kennen, aber wo sie halt erstmal bleiben, wo sie zufällig ein Airbnb finden und alles ist super. Allerdings ist es dann so, dass sie in eine Bar gehen. Und am nächsten Tag ist es so, dass auf einmal eine von ihnen verschwunden ist. Sie ist einfach weg. Die anderen Freundinnen wissen nicht, wo sie ist. Und nach kommen dann gewisse Geheimnisse raus und irgendwann wird eine Leiche gefunden. Was es damit auf sich hat, wer hier Geheimnisse hat und was dahinter steckt, das muss man natürlich selber herausfinden. Und ich muss sagen, ich fand das Buch gut, aber zum Beispiel wird hier geschrieben, raffiniert psychologischer Thriller mit unvorhersehbaren Twists. Das würde ich nicht unbedingt unterschreiben. Also das muss ich wirklich sagen, das würde ich nicht unterschreiben, außer vielleicht ganz das Ende. Also das war schon etwas, womit ich gar nicht gerechnet hätte, weil ich da gar nicht so weit gedacht habe. Aber sonst war es so, dass ich persönlich schon eine Ahnung hatte, in welche Richtung es gehen könnte. Also man erfährt dann bei den drei Frauen, wie sie sozusagen mit ihren Ex-Freunden, also was mit denen ist. Denn zum Beispiel wohnt der eine Ex-Freund mit seiner neuen Flamme, wenn man so möchte, wohnt er in diesem Ort zufällig. Dann haben wir einmal eine, die gewisse Probleme mit ihrem Freund hat. Ihr Freund möchte sie aber, oder Mann, ich weiß es nicht, aber möchte sie nicht loslassen, weil er möchte damit nicht abschließen. Aber gleichzeitig passen die beiden eigentlich nicht mehr zusammen. Und auch sonst gibt es eben einige Probleme. Und man erfährt dann eben so langsam, Stück für Stück, wie das mit den Freunden abgelaufen ist, was da passiert ist, was da geschehen ist, welche Herausforderungen sie hatten. Und man denkt sich natürlich so, ja, okay, aber ist das jetzt wirklich die Wahrheit? Und es kommt immer mehr raus. Also wirklich, man bekommt so auch wieder stückchenweise, bekommt man die Sachen erst serviert. Und natürlich spitzt sich das Ganze dann zu und man fragt sich die ganze Zeit so, hä, okay, aber was ist jetzt passiert? Dann verschwindet ja, wie gesagt, die eine Freundin. Und auch da denkt man sich natürlich, okay, was ist mit ihr? Ist sie
die gleiche? Ist es irgendwie anders? Was ist passiert? Und auch da war es irgendwie durchaus interessant. Und vor allen Dingen hängen dann natürlich alle Sachen irgendwie miteinander zusammen. Und was dann die tatsächliche Auflösung war, war jetzt, würde ich behaupten, nichts, was man nicht vorhersehen kann. Also man kann da durchaus drauf kommen. Aber was dann, wie gesagt, ganz am Ende passiert ist, darauf, finde ich, kann man nicht kommen. Und das war natürlich wiederum cool. Somit hat mich das Buch gut unterhalten. Manchmal hat es ein paar Längen, das muss ich zugeben. Aber ich mag es immer gerne, wenn man eben so einen gewissen Sachverhalt hat und dann so nach und nach herausfindet, was tatsächlich dahinter steckt und wo die Wahrheit liegt, wo Lügen gesät worden sind und wo Geheimnisse bewahrt wurden. Von daher hat es mich gut unterhalten und ich habe es nicht bereut, gehört zu haben, würde ich sagen. Als nächstes kommen wir dann noch zu den letzten beiden Büchern und wir beginnen mit einem Buch, dem letzten Buch, was im Lesemarathon war, Ludwig, meine Liebe. Das Buch handelt von Amanda und Amanda schildert dem Leser, wie es damals dazu kam, dass sie sich in ihren Bruder verliebt hat und mehr Gefühle und andere Gefühle zu ihrem Bruder hatte, als man haben dürfte und sollte. Und ja, wir verfolgen das Ganze dann in Rückblenden, wenn man so möchte. Also eigentlich liest sie irgendwie aus ihrem Tagebuch sozusagen vor. Und das war durchaus interessant. Ich habe ja schon Forbidden vorher gelesen und fand das nicht so gut. Also das gefällt mir nicht so gut und ich finde, Ludwig, meine Liebe, ist da deutlich besser in der Umsetzung. Man bekommt halt einfach mit, wie es dazu kommt und wie es sich weiterentwickelt. Wie es geheim gehalten wird, wie es dann auseinandergeht, was da passiert und was dann am Ende mit Amanda als Protagonistin passiert. Und ich muss sagen, das fand ich ganz cool. Ich mochte nicht so gerne den Umgang damit, als es dann herauskam und was dann die Folgen davon waren. Das fand ich ein bisschen zu schnell abgehandelt und zu kurz. Also das hätte ich cooler gefunden, wäre es ein bisschen ausführlicher gewesen. Aber sonst war es auf jeden Fall deutlich verständlicher, wie es dazu kommen konnte. Ich verstehe es zwar immer noch nicht zu 100%, aber das kann sowas sein, weil es halt so anders ist, ich weiß es nicht, aber insgesamt fand ich das auf jeden Fall echt nicht schlecht von der Darstellung und wie gesagt deutlich besser als bei Forbidden. Was mir immer so ein bisschen komisch auffällt, ist, dass in beiden Büchern, also Forbidden und Ludwig, meine Liebe, immer das so nicht ganz intakte Familienverhältnisse sind. Ich weiß nicht, das ist irgendwie, ich fände es cool, wenn es mal anders wäre und nicht immer das sozusagen auch so ein bisschen unterschwellig mit vielleicht kommt, dass es nur bei solchen Familien passiert, aber okay. Und was ich auch irgendwie ein bisschen merkwürdig fand, war, dass einfach der ja Ludwig heißt und dann wurde er Ludde genannt von der Mutter. Was soll das? Und bei der anderen Geschichte hieß er ja Lochen und wurde dann Lochi genannt. Ich finde diese bescheuerten Spitznamen, oh, schrecklich, schrecklich. Lass es doch einfach beim normalen Namen, egal wie komisch der ist. Naja, auf jeden Fall fand ich die Annäherung an sich aber ganz gut, einfach weil es deutlich besser war und deutlich schneller vorangegangen ist als bei Forbidden. Denn bei Forbidden eiern wir richtig lange rum und halten uns an unnötigen Details auf und das ist in Ludwig, meine Liebe, nicht der Fall. Ich muss sagen, dass Amanda eine durchaus spezielle Figur ist, was später auf jeden Fall noch wichtig wird. Denn gerade wie es endet, das war interessant, aber ich fand es komisch, dass das nicht in Frage gestellt wurde an keiner Stelle. Also es kam mir nicht so vor, als hätte das wirklich jemand hinterfragt und in Frage gestellt. Und das fand ich unter den Umständen etwas merkwürdig. Aber sonst alles in allem auf jeden Fall ein cooles Buch, was man sich näher anschauen kann, wenn man die Thematik interessant findet und wissen möchte, was sich Autoren dazu überlegt haben, weil es ja doch ein sehr verbotenes Thema ist. Und dann kommen wir zum letzten Buch, zumindest wenn ich nichts vergessen habe. Ich hoffe einfach mal, ich habe nichts vergessen. Und zwar heißt es Inselsommerstürme. Das ist eine Kurzgeschichte. Das Buch ist wirklich dünn. Ich habe es auch eigentlich hier, aber jetzt gerade nicht hier in der Hand. Und das Buch handelt davon, dass vier Freundinnen eine Auszeit brauchen. Aus unterschiedlichen Gründen. Denn wir haben einmal eben eine ältere Dame, Bea, die kürzer treten muss, aber das irgendwie nicht so ganz kann. Dann haben wir ihre Freundin Vero, heißt sie, glaube ich, die Probleme damit hat, dass sie ein Café hat und sich ein Koch angekündigt hat. Ein Koch hat sich angekündigt, ein Sternekoch, der genau gegenüber von ihrem Restaurant, von ihrem Café seinen Wagen hinstellen möchte, also so ein Foodtruck, und ihr damit die Kundschaft abspenstig macht. Und dann haben wir noch zwei Freundinnen, die jünger sind, aber alle vier sind insgesamt Freundinnen. Also die beiden älteren Damen sind so um die 70 und die beiden jüngeren, glaube ich, so in ihren 20, Anfang 30ern, würde ich sagen. Und bei denen ist es so, dass die eine, Nina, die hat einen Freund und ja, mit dem läuft eigentlich alles gut, aber gleichzeitig erdrückt er sie so ein bisschen. Und dann haben wir die letzte, deren Namen ich tatsächlich nicht weiß. Wow, schade, dass ich nicht mal alle vier Namen weiß aus dem Kopf. Auf jeden Fall haben wir noch die letzte und sie ist gerade schwanger. Und es ist super heiß auf der Insel, also spielt auf Sylt. Und es ist super heiß und dementsprechend leidet sie natürlich etwas darunter. Und sie hatte durchaus auch vorher Probleme mit der Schwangerschaft. Ich habe das Buch neu einziehen lassen im März und meinte beim Auspacken, das wirst du ja am Donnerstag sehen, meinte ich so, wow, das klingt nach sehr viel Problem und es ist eine Kurzgeschichte, ich hoffe auf das Beste.
Aber ich muss sagen, Gabriele Engelmann hat das super umgesetzt. Weil es gab viele Herausforderungen, aber ich habe ja zum Beispiel bei Ich glaube, ich will, ja, ich glaube, ich will von Mary McFarlane, da habe ich ja gesagt, dass es mich genervt hat, dass es die ganze Zeit so problemorientiert war. Hier gab es, wie gesagt, sogar von vier Frauen Probleme, die aber super eingebaut worden sind, weil sie das nicht unnötig überschattet haben, sondern dann gemeinsam dagegen vorgegangen wurde, beziehungsweise daran gearbeitet wurde, die Herausforderungen wurden gemeistert und das fand ich wirklich, wirklich cool. Also es hat mir gut gefallen. Und was die Autorin richtig gut kann, zumindest bei dieser Kurzgeschichte, ist Sehnsucht wecken. Denn ich habe ja schon mal gesagt, bei Kein Horizont zu weit, das spielt ja auch auf Sylt. Und da habe ich ja gesagt, dass mir der Flair leider nicht gut genug rausgekommen ist. Und bei Gabriele Engelmann im Vergleich dazu ist es so, dass ich einfach wirklich so richtig Lust hatte, Urlaub auf Sylt zu machen. Und ich liebe das. Ich war richtig so, ich will jetzt nach Sylt, steig morgen ins Auto und fahre nach Sylt. Also das war wirklich traumhaft schön. Also das hat sie wirklich richtig, richtig gut gemacht. Das hat mir sehr gut gefallen. Und dafür, dass das Buch so kurz ist, unterm Strich sind, glaube ich, 80 Seiten, hatte das echt viel Inhalt. Also manche Leute können wirklich gute Kurzgeschichten schreiben, die Probleme behandeln, aber dennoch irgendwie genug Tiefe haben, aber auch nicht zu tief. Und ach, ich mochte das einfach super gerne. Und ich mochte auch die Verbindungen, ich mochte die Herausforderungen und wie alles angegangen wurde. Ich liebe es und ich habe von der Reihe schon zwei andere Bücher gelesen, in denen eben dann die jeweiligen Frauen die Protagonisten waren. Und lustigerweise konnte ich mich noch an voll viel erinnern, obwohl es mir damals gar nicht so vorkam. Und ich glaube, ich sollte noch mal, ich glaube, es gibt noch zwei Bände oder so, die sollte ich mir auch mal vornehmen. Also ich bereue es auf gar keinen Fall. Ich liebe diese Kurzgeschichte. Ich fand es einfach schön. Und wenn du Bock auf so Sommerinsel-Feeling hast, dann kann Gabriele Engelmann auf jeden Fall eine sichere Nummer sein, weil es sind so locker leichte Geschichten, aber dieses Setting beschreiben, oh, traumhaft, wirklich traumhaft, fand ich einfach gut und kann ich nur empfehlen. Das war's mit dem zweiten Teil, der jetzt etwas länger geworden ist als der erste Teil und länger als geplant. Ich hoffe, ich habe kein Buch vergessen, denn zum Beispiel Vergiss uns nicht, hätte ich fast vergessen. Naja, auf jeden Fall so viel dazu. Schreib mir gerne, wie dein Monat gelaufen ist, welche Bücher du gelesen hast, was du auf jeden Fall empfehlen kannst und lass mir gerne ein Abo da und ein Like. Darüber würde ich mich immer freuen. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du nicht morgen die Rache des Sub und auch nicht am Donnerstag meine Neuzugänge oder die Bookshelf-Tour Part 3. Alles andere verpasst du einfach nicht. Von daher kann es sich lohnen. Ich würde mich freuen und freue mich, dich beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir bis dahin eine wundervolle Zeit. Bis dann. Thank you.